an zu reden und holen sich ein, ach, der hat das genau so und so gesagt und so gesagt und drehen die Geschichte so, dass wir alle das glauben. Ich bin ein Mensch, ich hinterfrage sehr, sehr viel und deswegen tut mir leid. Ja, nee, kein Problem. Du sollst ja auch kritisch sein. Nur kritisch sein, wenn man unendlich kritisch ist, dann ist man ja gar nicht mehr in der Lage, sich überzeugen zu lassen. Weil wenn etwas dich überzeugen will und das ist, es handelt sich um die Wahrheit, da kannst du hingehen und sagen, ja, davon, also ich bin auch dem kritisch gegenüber. Und dieses Spielchen kannst du bis in Unendlichkeit treiben und dann bist du dir selber ein Feind und stellst dir selber Steine vor die Füße. Also kritisch sein ist gut. Stell mal vor, du bist unendlich kritisch gegenüber einem Mann, der sich vorstellt und Interesse an dir hat. Gegenüber no, allen Männern. Bin ich safe. Ja, Moment, aber bei allen Männern bis zum Tode. Kriegst du da noch einen Mann? Wird schwer. Die Männer haben sich einfach du? Mit mir dann. Siehst du, du musst dich auch mal öffnen. Du kannst nicht unendlich kritisch sein. Du kannst etwas kritisch sein, um dich zu schützen, verstehe ich. Aber wenn du zu kritisch bist, dann bist du verschlossen. Dann kannst du auch nichts mehr reinlassen in dir und du kannst dich auch nicht mehr weiterentwickeln, sondern stagnierst. Also ein zu übertriebene übertriebenes kritisch Kritizismus führt dazu, dass du verschlossen wirst und dich nicht mehr weiterentwickelst. Ja, da gebe ich dir sehr recht. Aber ich bin ja nicht in allem so kritisch. Ich hinterfrage immer nur sehr viel. Wenn man mir halt keine guten Antworten geben kann oder keine logischen Antworten, dann klar, da bleibe ich weiter skeptisch. So halt nicht. Also, dass ich an Gott glaube, definitiv. Ich glaube, da ist jemand am Herr, der hat uns auch alle irgendwie erschaffen und der versucht auch alle, dass wir Liebe bekommen. Aber es geht halt nicht, weil er kann nicht unsere Köpfe kontrollieren. Jeder Mensch entscheidet, was er aus seinem Leben macht, ne? Ja, ja, sicher. Der Freiwillige hat er dir gegeben, ne? Als Geschenk. Ja. Genau, der freie Wille ist sehr wichtig, weil eine Liebe, eine Liebesbeziehung, das nicht auf Freiwilligkeit basiert, ist nichts wert. Stimmst du mir zu? Ja, definitiv, ja. Ja, also wenn du gezwungen wärst, deinen Partner zu lieben, dann kannst du ihn ja nicht lieben. Stell dir vor, der hält eine Knarre an deinen Kopf und sagt, liebe mich, sonst drücke ich ab. Könntest du dann den lieben? Ja, so wie bei dem Mafia-Beispiel. Ja, das ist eine Liebe, das nicht auf Freiwilligkeit fußt, nichts wert ist. Und deswegen hat Gott uns den freien Willen gegeben, dass wir uns sowohl für ihn entscheiden können, als auch gegen ihn. Er hat uns nicht zu Robotern erzogen oder erschaffen, damit wir nur die Möglichkeit haben, nur uns für ihn zu entscheiden. Nein, der hat uns den freien Willen gegeben, so wie eine Frau freien Willen hat, entweder bei einem Mann ja oder nein zu sagen. Die Frau ist nicht gebunden, bei jedem Mann ja zu sagen. Richtig? Ja, definitiv. Genau. Und so ist das auch mit den Menschen. Weil er Gott uns liebt, hat er uns den freien Willen gegeben, uns auch gegen ihn entscheiden zu können. Okay, klar. Ja. Aber anhand der Prophezeiungen in der Bibel, zum Beispiel Psalm 22. David hat ja diesen Psalm 1000 Jahre vor der Kreuzigung geschrieben. Und im Psalm 22 wird die Kreuzigung des Herrn Jesus sehr exakt beschrieben. Und zwar so genau, dass sogar die Szene mit den römischen Soldaten, das Gewand, die Kleider des Herrn unter sich, das losgeworfen haben um das Gewand des Herrn. Und das Kleid des Herrn, also so das Gewand des Herrn unter sich aufgeteilt haben. Selbst das steht da drin, 1000 Jahre vor der Kreuzigung, Psalm 22. Aber wo haben dann die Menschen, sorry, dass ich das so sage, aber die Menschen so das Recht, auch so auf die Bibel wieder umzuschreiben? Verstehst du, wie ich meine? Was heißt umzuschreiben? Was meinst du mit umschreiben genau? Ja, also ich habe ja mal die Bibel ganz normal von der Kirche rausgenommen und ich habe mir die durchgelesen. Dann habe ich mir eine aus dem Internet bestellt, habe es auch durchgelesen. Und viele Versen werden einfach komplett weggelassen oder umgeschrieben. Also du meinst, ein bisschen anders übersetzt? Genau, anders übersetzt oder komplett viel weggelassen auch, wie die vorher war. Ja. Ja, es kommt darauf an, welche Bibel du hast. Wenn du eine Bibel hast, das zum Beispiel auf den Textus Receptus basiert und da hast du zum Beispiel die Schlachter 2000, dann hast du ein paar Verse, die zum Beispiel in einer Elberfelder möglicherweise fehlen,
Weil die Elberfelder Übersetzung zum Beispiel auf Nestle-Aland Grundtext zurückgreift. Also es kommt darauf an, auf welchem Urtext diese Bibelübersetzung basiert. Textus Receptus oder Nestle-Aland. Aber grundsätzlich ist egal, was für eine Bibel du liest, die Botschaft ist in jeder Bibel dasselbe. Ja, Jesus, ja. klar. Gott ist im Fleisch geoffenbart worden, um uns von unseren Sünden zu erlösen und zu retten vor der Hölle. Das ist die Stimmt. Botschaft. Und die kann nicht verfälscht werden. In jeder Bibel steht das drin. Ja. Und das ist das Fundament. Und deswegen solltest du sozusagen nicht zu sehr jetzt zu viel über die Übersetzungen nachdenken, sondern über den Kern des Evangeliums nachdenken. Ja. Klar. Und Okay, wie also bei bei euch lernt man definitiv mehr wie irgendwo anders. Oder man fängt bei euch mehr an zu verstehen. Deswegen höre ich wahrscheinlich einmal zu. Ja. Aber ich habe noch eine Frage, was mich sehr interessiert. Ja, bitte. Und zwar, ihr habt ja letztens so oft die Themen gehabt, dass die ganzen Stars Beispiel Pakt mit dem Teufel und alles haben, ja? Ja. Und ich bin ein Mensch, ich bete eigentlich fast jeden Abend einfach, ich bin dankbar, dass ich meine Familie noch habe, weil ich einen schweren Unfall hatte und bla bla bla, ja? Ja. Ich bete jeden Abend, aber ich sage euch ehrlich, zum Beispiel, ich habe noch nicht das Gefühl bekommen, dass ich irgendein Zeichen hatte. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht zu schlecht ein Mensch bin, ich weiß nicht, eigentlich nicht, denke ich nicht. Niemand, Aber niemand ist zu schlecht für Gott. ich Niemand. habe noch nie so irgendeine Kleinigkeit Zeichen bekommen, obwohl ich schon wirklich heftig eine Zeiten hatte, wo ich heftig nur an Gott gedacht oder gebetet habe. Ja. Und es gab auch, sage ich euch auch ehrlich, es gab auch mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, dann soll der Teufel mich doch holen, wenn der Gott nicht für mich da ist. Gab es auch nichts. Also von beiden Seiten wieder das oder das gab es. Aber Ja. das muss ich jetzt ein bisschen von euch verstehen. Warum ist es dann für die Stars sozusagen so einfach, mit den Teufel einen Pakt zu machen, ihr Leben super zu leben hier Ja. und dann einfach in die Hölle zu gehen? Was haben die daran schlecht dann, wenn die das eigentlich tun? Ja, das ist nein, die haben nichts Schlechtes dran. Die leben hier super Leben und später brennen die halt, ne, im Feuer, in der Ewigkeit. Die haben eine Entscheidung getroffen. Ne? Du kannst auch eine Entscheidung treffen. Du kannst entscheiden, dass du dieses Leben hier sozusagen opferst für den Herrn Jesus Christus, auf die Sünde verzichtest, dem Herrn Jesus nachfolgst in der Heiligkeit und wiedergeboren wirst und der Welt abstirbst und später in der Ewigkeit unglaublich schön lebst. Ne, du musst auch, ne, oder du sagst, nein, ich möchte auf Sünde und sowas nicht verzichten. Ich will da nicht Reue bereuen und umkehren. Und ist mir egal, dann später in der Ewigkeit, ob ich brenne. Ne, diese Entscheidung ist ja dir überlassen. Warte mal, hier ist eine Rückkopplung. Jemand von euch hat einen Anruf oder so. Hallo. Das bist du, Kawasaki. Du hast eine Höre Rückkopplung. ich irgendwie gar nicht mehr. Moment, ich muss mal rein und raus, weil Ja, ich du höre musst noch raus. doppelt. Ja. Ja, auf jeden Fall einer von den beiden Christen. Ich tue mal einen von euch beiden raus, ja? Weil sonst sind wir hier zu viele. Ja, Jungs, ich gehe dann. Gott segne euch. Ciao, ciao. Der Herr Danke. segne dich. Danke, dass du hier warst. Danke. Ja, alles gut, Jungs. Haut rein. Gott segne euch. Ciao, Ciao, bis bald. ciao. Ach so, ja, der Armin wollte auch gleich rein, glaube ich. Hört ihr mich? Ja. Und zwar wegen den Zeichen. Die meint ja, die hat nie Zeichen bekommen. Bei mir war Ja. das so, ich habe mein ganzes Leben lang Zeichen Oh, bekommen, sorry, obwohl ich ich habe nie euch gesucht doppelt habe. gehört. Ja. Und zum Beispiel, ich war 4 Jahre alt, meine Eltern sind mit mir. Ich hört man wieder so doppelt. Nee, sie Hallo? hat einfach Hintergrundgeräusche so laut, deswegen. Ja. Armin, dieser Haben wir es Hetzer wieder war raus? wieder. Der Armin, der Hetzer ist wieder drin. Wenn er Ja, reinkommt, auf ist man sofort stummen, Ab, damit er meinst nicht du reden Abo kann. Amir? Hetzer Abo Amir? Ja, Abo-Headset, ja, du musst Der den sofort vom stummen, Staat bezahlt, ist damit es er nicht der hetzen vom darf. Staat bezahlt wird? Das ist doch der, Nicht ne? auf unseren Nacken darf der hetzen, der darf nicht hetzen auf Ja, unseren der Nacken. wird vom Staat bezahlt. Ich weiß das doch. Ja. Ja, der hat eine Antenne. Wenn man genau drauf guckt, hinter seinem Kopf ist so eine kleine Antenne. Und wenn er so Informationen bekommt, dann Ich weiß. hat er so Zuckungen. Und dann Ihr kriegt er so wurde eine vom Information. iranischen Staat bezahlt. Ich weiß.
Vom Mossad, vom israelischen Geheimdienst. Ja, genau. Lieben, ich bin wieder raus, ich höre euch von draußen zu. Nochmal Dankeschön und alles Ja, gerne. Gute. Komm immer wieder rein, wenn du Fragen hast, ja? Auf jeden Fall. Danke euch. Ciao. Jo, bis bald. Hey, ciao. Salam alaikum, Amir. Ja, alaikum salam, ihr kleinen Hetzer hier. Ja, hier sind nur könnt ihr mal endlich aufhören, über Sido hier rumzusetzen. Das geht doch gar nicht klar, Mann. Das ist doch nicht das schön. Guck mal, warte ganz kurz. Warte, das ist ein Bruder im Herrn, Mann. Wie könnt ihr nur? Stimmt, der hat die Maske falsch rum an. Das Kreuz ist richtig. Der hat das nur umgedreht, die Maske falsch an. Der Arme, der weiß das nicht. Nee. Was ist das denn? Da ist der echte Mufti hier. Guckt euch den Brutalen an. Guck mal, wie schön ich aussehe. Wahnsinn. Guck mal, wie schön der Herr mich gemacht hat. Guck dir das mal an. Ein schiitischer Gotteskrieger ist er. Ja. Kannst du da mithalten? Nee. Nee, das ist schon eine Stufe heftiger. Als ich. Ich habe noch eine Frage, Jungs. Und zwar, ich habe gestern irgendwie einen Clip gesehen. Da hat Ronaldo Tor geschossen und dann hat er als Jubel hat er diese Sujud gemacht. Diese Haltung beim Beten von den Moslems. Und jetzt frage ich mich. Ja, der hat Sujud gemacht, ja, stimmt. Ja, jetzt frage ich mich, warum. Jetzt pass warum mal auf. Jetzt pass mal auf. Weil hast du mal gesehen, als der Cristiano Ronaldo bei der Pressekonferenz nur diese Cola-Flasche weggerückt hat, was passiert ist am nächsten Tag? Habt ihr es mitbekommen? Ja, das ist ja das Ding. Die wollen irgendwie die größten Influencer wollen den konvertieren. Genau. Der Ronaldo ist mit der brutalste überhaupt. Alles, was er macht, die Leute vergöttern den Typen. Das heißt, wenn er diese Flasche verrückt hat von Coca-Cola und damit so gezeigt hat, dass er Coca-Cola nicht so gerne mag, am nächsten Tag musste Coca-Cola so ein paar Milliarden Euro einbußen. Das ist unglaublich. Wir haben 4 Milliarden Minus gemacht. Warte ganz kurz, du musst dir mal vorstellen, was er für einen Einfluss hat. Und jetzt stell dir mal vor, dass der Typ zum Islam konvertiert. Was meinst du, wie viele hundert Millionen von Menschen verführt werden zum Islam? Ja. Und da hat die Schrift wieder recht, denn am Ende der Zeit werden sehr viele Menschen verführt werden und sich abwenden vom Glauben. Ja. Weil dieser Andrew Tater ist doch auch konvertiert und der ist ja auch einer der Einflussreichsten gewesen. Natürlich, der Satan schickt seine Leute. Der Satan schickt seine Leute, so wie mein Bruder das gesagt hat. Er braucht diese Influencer, damit er sehr viele Menschen mit in die Hölle reißen kann. Ja, je bekannter jemand ist, desto mehr kann er auch Leute fischen, ne? Weil die Menschen sind nun mal so, dass sie bekannte Leute verehren. So sind die Menschen. Und weil der Satan das weiß, benutzt er eben diese Stars, um Leute eben vom Herrn Jesus wegzuziehen, zum Beispiel in den Islam oder zum Atheismus, je nachdem, ne? Hauptsache Bruder, kein Jesus. Ich habe ein Bild von Cristiano Ronaldo. Ich wollte das einmal zeigen. Ja. Das ist ein sehr interessantes Bild. Ich dachte, das ist Vater Teresa, das Bild im Hintergrund vorhin. Der hat auch so ein Kopftuch, die Mutter Teresa. Der sieht so heilig aus wie Vater Teresa. Warte, hier sehen wir das. Vater Teresa. Ja, genau. Er ist also ein Agent, der dann die ganze Masse verführen wird. Ich warte nur auf den Tag, wo er sagt oder die Schahada ausspricht. Da warte ich nur auf dann den ist Tag. Vorbei. Dann werden 100 dann Millionen konvertieren. Der wird 100 Millionen auf einen Schlag mit in die Hölle ziehen. Ja, unfassbar. Heftig. Alleine durch Michael Jackson, als er zum Schluss ja behauptet hätte, ja so zum Islam zu konvertieren. Weißt du, wie viele Leute zum Islam konvertiert sind dadurch, durch diese Aussage? Ja. Ja, verrückt. Das sind Mike Tyson auch, ne? Der zum Islam konvertiert ist. Viele, viele Millionen von Menschen sind zum Islam konvertiert. Und da hat er diese Ein-Auge-Tätowierung in seinem Gesicht, wo nur diese Tätowierung nur über das eine Auge geht. Ja, stimmt, heftig. Ja. Da sieht man die Macht des Teufels, ne? Wie der seine Leute ins Rennen schicken kann und Menschen auf großer Ebene verführen kann. Eine Vielzahl an Menschen kann er dann so mit verführen. Und wir können da nur ein paar Menschen erreichen. Gott sei Dank hat der Herr Jesus ja uns so die Möglichkeit gegeben durch das Internet, dass wir trotzdem viele Menschen erreichen. Aber wir haben ja im Gegensatz zu diesen Superstars mit ihren 400 Millionen Abonnenten und so weiter. Das ist ein ganz anderer Kampf. Das ist ein ganz anderer Kampf. Ja, und da sieht man eben, was für eine Macht der Satan hier hat über die Erde. Ne? Bruder Reza, hier wollte doch ein Fußballer rein. Der hat irgendwie, ich habe den abgecheckt, der spielt irgendwie in der zweiten Bundesliga, ist auch nicht schlecht.
Ja. Aber irgendwie ist der Herr nicht reingekommen, war zweite Bundesliga und der hat auch so ganz viele Fotos mit Promis. Warte, da habe ich eine Anfrage. Deswegen schade, schade. Der hatte irgendwie 190.000 Followers gehabt. 190.000, also 100, ja 90, fast 200, ne? Ja. Ja. Ja, die Schlange ist überall präsent, ne? Das sieht man ja. Bei den Orthodoxen, über die Politik, Gesundheitswesen, Finanzwesen, da ist immer dasselbe Symbol, ne? Die Schlange, die sich um den Stab wickelt. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, ne? Ja. Du Verführer der Welten. Ja, genau. Jesaja 14, 12, ne? Ja, genau. Wie der Satan Power hat hier auf der Erde, ne? Er hat das Sagen, ey, das ist so krass. Ja, das kann man Ja. sich gar nicht vorstellen. Nur die Bibel öffnet einem hier die Augen, sonst kann man das ja nicht sehen. Und das hast du immer gut gesagt, Gesagt. ne? Also das hast du immer gut gesagt, dass die Menschen den Satan unterschätzen. Die denken so, das ist so voll so ein lächerliches Wesen, der nicht in der Lage ist, die gesamte Menschheit zu verführen. Dabei sind sie denn alle schutzlos ausgeliefert, allesamt. Ja, wenn die Bibel Das schon ist sagt, so dass krass. der Gott dieser Laufzeit ist, dann muss man das schon ernst nehmen, mit was wir es zu tun haben. Ich komme gleich wieder. Ja. Ja, wenn man die Ja, Bibel als aber Märchenbuch betitelt, ne, dann Bruder braucht Amir, man es gar nicht mehr. Ja. kennst du die Travos? Travos? Wie heißen die nochmal, Bruder Reza? Die Trovato. Ja, genau, ich verwechsel das Diese immer. Detektive oder was ist das? Was sind Ja, das für Leute? der war bei mir live, weißt du? Ach so, weil du den entlarvt hast oder was? Ja. Und dann musst du dir mal vorstellen, Amir, der sagt so mitten aus nix, ne? Sagen die dann so zu mir. Ja, wenn wir dich dann erwischen, dann werden wir dich grillen. Und dann haben die so über meine Körperteile so entschieden, was so am lecker so schmeckt. Das ist so krank, ne? Das ist so krank. Die machen Barbecue, Halal-Barbecue. Die haben ja schon gesagt, guck mal, die haben ja schon gesagt, das war ein Fehler, was ich gemacht habe. Die haben ja zu deinem Bruder und zu mir haben die gesagt, ich bin als erstes dran und dein Bruder kommt als nächstes dran. Das ist der Ja, Nachtisch. Reda ist der Nachtisch, ich bin das Festessen, haben die gesagt. da können die einen Festschmaus machen. Der Reza hat sehr, sehr leckere Körperteile da. Da kann ich den Bruder Reza braten. Das ist Du weißt so ja, du weißt ja, du weißt ja, dass im Islam sogar Kannibalismus erlaubt ist. Da gibt es so einen Imam aus der sudanesischen Gegend, ein Scheich, der hat eine Predigt gehalten, in dem er gesagt hat, ja, wir dürfen Abgefallene vom Islam, also so Mutadin nennen die, Apostaten, die darf man so umbringen und sie kochen. Und sie essen. Das habe ich auch gesehen. Da war so in Ja, Somalia, der hat das auch gesagt. genau, Somalia, genau, Somalia, nicht Ja, genau, Sudanese. der war der. Ein Somalia, genau. Das habe ich auch einmal thematisiert gehabt. Und die Leute waren natürlich sehr, sehr schockiert. Ne? Und der holt das aus den islamischen Büchern raus. Also der schämt sich seiner Religion nicht. Das ist echt hardcore, Ja, da muss immer, da ist der beste Sheikh. Guckt euch den an. ja. Dr. Das ist Sheikh Abu AI. Amir Tiktoki live. Das Das ist aber auch so krank, Gefährtuch sieht auch super aus. ey, das ist so krank, was in den Hadithen so steht, ne? Was ist nicht mehr normal, ey, das ist wirklich krank. Das ist nicht mehr normal. Ja, allein dieses Ehrlich. Stillen eines Erwachsenen ist schon mit das Ekelhafteste, was die Welt jemals hervorgebracht hat, ne? Also du musst quasi, die Muslime geben den Frauen nicht die Hand und gucken weg, aber wenn es darum geht, dann in einem Raum zusammen zu sein, dann muss die Frau dem Mann dann fünfmal die Busen zum Nuckeln geben. Guck dir bitte das an. Das ist Und so das nennen die dann Moral. krank. Und jetzt kommen hier diese ganzen Leute hier rein. Joker ist auch hier drin. Kennst du doch diesen einen Joker, der jeden Tag dein Bild da verwendet? Der ist besessen von mir. Das Der ist ist hardcore besessen. krass, Wenn ne? jemand Ey. besessen ist, dann ist das der. Ey, du bist das einzigste Thema. Es ist gar nichts mehr in seinem Leben. Jedes Mal, seitdem nur noch dieses Bild. Ja, weil warum? Joker im Film ist ja so be begeistert von Batman. Batman, Batman, ja. der Batman, Joker und Batman. Und der Sheikh Batman ist halt mit Joker immer zusammen. Das musst du halt
Ja, das ist. Nehmen. Wie Ja, der Aufmerksamkeit wie sucht, das man ist unglaublich. Das ist mein sie richtiger fragen Fangirl. Joker Fangirl, ist schon Fanboy, mit nennt einer es wie ihr der. wollt. Das ist Besessenheit, ist das, ist krank. Joker ist schon in Sachen TikTok einer der intellektuellsten hier, finde ich schon. Ja. Jetzt kommt nur der Joker, traut sich ja auch nicht mal hier hoch. Ja, bitte verschone mich mit sowas, ehrlich. Abu Mach den Batman, mal Abu Batman und Joker. überhaupt weg, Mann, ey, ehrlich. Der soll überhaupt gar nicht hier so, soll sich gar nicht hier rumtummeln, ey, mit seinem Joker-Zeugs da, ey. Der soll lieber wieder diese behämmerten Videos machen, die der vorher gemacht hat, mit Nagellack lackieren und in LKW sitzen. Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Fingernägel lackieren, das er. Joker, the Smoker und the Roker. The Baroka. The Baroka. Das ist so unglaublich, ey. Eine Coker. Fußnägel lackieren und sagen, Hamdullah, ich bin Moslem. Das ist so grausam. Also, wie viel Heuchelei gibt's noch, ey? Ja, aber Abu Ahmed, du siehst richtig heftig aus da mit dem Geschirrtuch Ja, das über wäre dem ja doch Wahnsinn, genau ne? so. Ja, schade, das sieht man jetzt nicht. Schade. Das ist Wahnsinn. Heftig, diese Sheikhs, ne? Wahnsinn, ne? Wenn du dich so anziehen würdest und nach Saudi-Arabien gehen würdest, so wie du ihn manchmal in TikTok, also hier auf deinen Videos in YouTube, die würden dich nicht erkennen. Die würden da alle zu dir kommen und sagen, die würden sagen, oh, da kommt ein Scheich, wirklich. Die würden dann alle so dir die Hand geben. Die würden nicht erkennen, dass du der größte Islamkritiker bist hier in Europa. Es ist so heftig, ey. Ja, jetzt stell dir mal vor, Risa, ich mache das die ganze Zeit wie Joker. Mach die ganze Zeit dieses Bild. Dieses Bild verwende ich die ganze An Zeit. Peinlichkeit kaum zu überbieten, an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Das Das ist bist so. du. Ja. Der muss ein bisschen erwachsen werden, der kleine Junge, ne? Ja. Ja, es ist so Ja, wenn er zum traurig. Herrn Jesus kommen würde und Buße tun würde, dann würde er auch solche Sachen nicht mehr machen, ne? Ja. Dann würde er vernünftig bekleidet zu Füßen Jesu Christi sitzen, so wie der besessene Gadarener, wo der Herr ihm die Legion wie nennt man das, die Dämonen ausgetrieben, also die Legion von Dämonen ausgetrieben, und dann heißt es ja im Wort Gottes, und der Mann saß vernünftig bekleidet zu Füßen Jesu, nachdem die Dämonen ausgefahren sind. Und so wird es auch bei Joker sein. Wenn er wiedergeboren wird, dann wird er vernünftig und bekleidet vor, nee, also zu Füßen des Herrn Jesus Christus sitzen. Ja. Ohne Lippenstift, ne, als Mann. Dann wird er auch wieder zu seiner Männlichkeit zurückfinden. Was passiert nach Scharia mit solchen Leuten, die sich so als Clowns verkleiden, Fingernägel lackieren und sowas? Was passiert mit diesen Leuten? Ja, der, nichts. Die Der muss kriegen zu seiner. Sonderbehandlung, ne? Nein, nein, nein. Der soll nach Somalia gehen oder nach Nigeria, und dann da passiert nichts, Joker. Geh mal dahin. Da Ja, kannst du aber sagen, Bruder, hab das kann doch nicht den dein Ernst sein, dass er mit rotem Lippenstift. Warte, ich tu mal jemanden raus. Tu mal hier den einen hier schon mal raus. Was geht, ihr Süßen? Oh nein, das kann doch nicht wahr Oh sein. nein. Ey, ich bin Oh doch dein mein Gott. Feind. Warum Danny, liebst du mich nicht? kannst du den mal bitte rausholen? Das ist doch Ach, unglaublich, sei diese doch nicht so, Ungeistigkeit. Amira. Tu den mal weg, Sei doch ey. nicht Das ist doch so. nicht normal. Sei doch nicht so gehässig. Ich bin dein Feind. Warum liebst du mich nicht? Ja, okay, Okay, aber ich lieb muss ja dich. nicht die ganze Zeit mit dir reden. Ist doch kein Problem. Muss ich mit dir reden? Nein. Ja. Aber guck mal. Doch, du musst mit mir reden. Matthäus 5, Nein, muss Vers ich nicht. 44 sagt, Nein, muss ich liebe überhaupt nicht. deinen Feind. Ja, Ich ich liebe aber meinen. sage euch, Ja, liebt das ist auch eure richtig. Feinde Aber und irgendwann mal, betet für die, die euch verfolgen. wir haben dir das Evangelium, wir haben dir das Evangelium verkündet, und du hast nicht Ja? gehört, und du machst jetzt weiter lustig, du machst dich weiter lustig über meinen Bruder, über mich und so, und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir unsere Füße Nein. putzen und weitergehen. Nein, das hast du falsch verstanden. Ich mache mich nicht lustig. Ich wollte nur aufklären. Ich mache. Du Sag willst mal, aufklären?
Sag mal, gibt es. Außerdem, du musst mit mir reden. Das Christentum sagt, wenn ich Aber Fragen habe, Doka, musst du mit mir reden. was Warum redest passiert? du nicht Was mit mir? passiert mit dir nach Scharia, wenn die dich so erwischen mit deinem Clownsgesicht und deine Amira, Fingernägel gibt es lackieren? Körperteile abhacken im Christentum? Sag mal eben, gibt es Körperteile abhacken im Christentum? Die gibt es bei Nein. dir schön, wenn die dich erwischen, Joker. Amira, gibt's sowas bei euch, ja oder nein? Die gibt es Nein. schön, wenn die dich erwischen, werden die dir die ganzen, Wer deinen hat Nein ganzen gesagt? Schädel von deiner Schulter abtrennen. Wer hat Nein gesagt? Hat gerade jemand Nein gesagt? Ja. Wer sagt Nein? Ich. Wenn zwei Männer gegeneinander handgreiflich werden und das einer Frau läuft hinzu, um ihren Mann zu erretten von der Falsch Hand übersetzt. dessen, der ihn schlägt, Falsch und sie streckt übersetzt. ihre Hand aus und ergreift Falsch ihn bei seiner übersetzt, Scham, Mann. so soll. Falsch übersetzt. Ich tue den jetzt mal raus. Ich hole mal einen neuen rein. Das ist mir zu viel einfach. Sofort falsch übersetzt und das Thema ist erledigt. Da musst du auch noch nicht mal euch mehr Hallo? Danke dir, mein großartig anstrengen. Immer nur falsch übersetzt. Mit Hallo? ihren eigenen Waffen Ex-Muslim. in den schlagen. Ex-Muslim Moroch. Moroch. Moroch? Was ist das für ein Benehmen? Moroch, du Hast Haus, du so Blödsinn, ne? hast du mal ein bisschen mehr Benehmen? Aus deinem Arsch Nein, kommst das du ist. raus, ne? Nein, Aus deinem Mund, das ist nicht normal, ne? das ist nicht normal. Kannst du bitte. Moroch. Ja. Was möchtest du uns sagen, Seljuk? Allein, wie der hier Jetzt reinkommt, ist Reza mit Moroch und dein Arsch und so, was ist das bitte für ein Verhalten? Ja, gut, man muss auch ein bisschen was ertragen können. Ja, aber das ist ja schon, die wollen ja gezielt hier. Immer Ja, eine Chance muss der man ihm Joker will geben. rein, aber wenn ihr reden wollt, ich will nicht mit ihnen reden, ne? Ja, also, das ist dein Stream. Nö, wenn ihr Weiß reden wollt, also Bruder, ich sage ja, ich frage ja euch, ne? ich ja. Ja, Also. wenn der Armee Bock hat da drauf, dann Der kann er ist mir das zu machen, aber. anstrengend, der Typ. Der ist mir sehr, sehr anstrengend. Der will nichts begreifen. Der ist auch gar nicht hier, um etwas zu lernen. Der ist einfach eine Katastrophe, selbst für seine eigene Religion. Also so jemand beschimpft sich selber als Muslim. Welcher Muslim akzeptiert denn sowas in seiner Religion? Dass da jemand wie so eine, tut mir leid, Clown. dass ich das sagen muss, aber wie so eine Schwulette sich so schminkt als Clown und dann Fußnägel lackiert. Welcher Muslim akzeptiert sowas? Das ist doch nicht normal. Selbst in der muslimischen Community würde das niemand akzeptieren. Kein normaler Muslim, der wenigstens ein paar Bestandteile die Basics seiner Religion verstanden hat, würde ihn als Muslim betiteln. Das ist doch Quatsch. Die würden sagen, der Typ hat eine Haftstrafe verdient und es ist ein Homo. Hallo, hör doch mal auf zu ätzen. Warum immer Hallo. Hallo, Pesto. Muslime? Warum immer Muslime? Warum immer Muslime, Ex-Muslim? Warum immer Muslime? Ja, Weil er die warum immer? Muslime liebt. Nein, der hasst, irgendjemand hat ihn dazu gebracht, dass der die Leute hasst. Nein, nein, nein. Der Ist das liebt die in deiner Muslime. Religion erlaubt, so sehr zu hassen? Darf man in deiner Religion so viel hassen? Nein, in meiner Religion darf man nicht hassen. Erstens, ich habe keine Religion. Zweitens, verkündige ich dir das Evangelium. Wenn du damit klarkommst, kommst du damit klar. Wenn nicht, dann nicht. Das Ja, reicht ja schon, wenn ich nur sage, Jesus ist der Gott hasst. und Allah ist nicht Gott. Das reicht ja schon. Das ist für dich Bruder, Hass. jedes Wort immer Muslime, Muslime, muss halt doch einfach die Schnauze. Befass dich doch mit anderen Themen. Mein Lieber, was möchtest du? Wieso? Wieso? Der hat doch viele Muslime zum Herrn gebracht. Viele Muslime, einige Tausende von Muslime sind doch rausgekommen aus Islam und sind zum Herrn Ja, Jesus schön, Christus. schön und gut, aber warum immer schlecht reden? Warum macht ihr das Also nicht? sagst du, Warum der Islam ist schlecht? kommen die Leute nicht zu dir, weil die sagen, ja, okay, ich finde das alles gut. Warum müssen die zu dir kommen, weil du immer sagst, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Wer Fehler sucht, wird auch welche finden. Hör doch Ja, wie auf, du findest bist. du zum Beispiel, dass jetzt die Frau eines Moslems einem Fremden, der zu ihnen nach Hause kommt, die Busen zum Lutschen geben soll? Ist das gut oder schlecht in deinen Augen? Sind deine Eltern Moslems gewesen? Haben die gesagt, die sind Moslems gewesen oder was? Ne, das steht in Sahih Bukhari, das hat der Mohammed befohlen. Ja, steht das da? Da Ja. steht, dass der Mohammed Aisha befohlen hat, ihre Brüste einem erwachsenen Mann geben zum Lutschen. Guck mal, ihr müsst doch selber lachen. Ja, weil er so Ja, ihr abartig seid und doch keine ekelhaft ist Kinder. und Aber ein das bisschen lustig lächerlich. ist, weil das lustig ist. Findest du Ihr das seid doch auch keine lustig Kinder oder mehr. ernst? Ja, aber warum könnt ihr nicht Sachen ernst nehmen? Ja, nimmst du das ernst? Willst du das machen? Willst du das praktizieren? Meinst du das jetzt auch im Ernst, oder was?
Ja, bist du Muslim oder nicht? Jalla, irgendwann, wir haben alle denselben Gott, es gibt nur einen Gott. Ach du Heilige. Danach werdet ihr euch rechtfertigen müssen, ja, warum habt ihr Hetze betrieben, warum habt ihr Falschwissen verbreitet? Nein, das steht in den authentischen Hadiths. Auch vor Jesus, auch wenn Jesus wiederkommt, vor ihm. Ihr werdet ihm sagen, bitte verzeiht mir, bitte verzeiht mir. Hadith Nummer, ja, habe ich nicht im Kopf, aber das kann man dann googeln. Amir hat das immer alles parat bei sich. Da kannst du nachschlagen, lieber Pastor. Pistor. Nee, wie heißt der? Pesto. Ja, nee. Der Amir kann die schon auswendig. Ja, das kannst du ganz leicht googeln, die Hadiths. Pesto. Ja, das ist Sahih Muslim 1453a. Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed. Schreib dir das mal auf, Pesto. Pesto, schreib dir die Nummer auf. Schreib dir die Hadith-Nummer auf. Ja, schreib mir die Hadith-Nummer auf. Der interessiert sich nicht. Danny, mach da raus, Mann. Der interessiert sich nicht dafür. Danny, mach da raus. Ich hab schon verloren, ey. Ja. Kein Nerv auf sowas. Wenn jemand mit so einer Gesinnung reinkommt, der nicht wissen will, wo es sich verzeichnet, und der auf einmal sagt, du, wir haben alle denselben Gott, der weiß ja schon ganz genau, wo die Reise mit dem hingeht. Sei Muslim Nummer 1453a. 1453a. Ja, und Sunan Ibn Majah 1943. Hallo, ja. Gottes Segen. Ich verstehe auch nicht, warum zum Beispiel Anas oder Sertaj oder so von das nicht praktizieren. Lieben sie ihren Propheten nicht? Ich verstehe das alles nicht. Wenn ich doch so den ganzen Tag Islam propagiere, dann würde ich das doch machen, diese Sachen. Aber die machen das alle nicht. Die schämen sich dafür irgendwie. Komischerweise. Das ist heftig. Der Moderator hat das hingezogen. Ja, sehr gut. Das kann man also so hier so hinzufügen, ne? Hammer. Ja. der Fingernägellackierer, der ist nur am Bellen, ey. Guck dir das mal an. Mano-Lackierer. Hallo, Olli. Laber. Hallo, moin, Gottes Segen, mein Lieben. Hast du eine Frage? Ja, ich wollte 1,5 Liter Kamelurin kaufen. Mm. Lecker, lecker. Wenn du dich selbstständig machen könntest, mehrere Kamele halten zum Beispiel, dann könntest du eventuell dann reich werden. Das ist eine Marktlücke. Ja, Mann. Nee, tatsächlich sitze ich gerade mit meiner Freundin hier und sie hat jetzt viele Fragen gehabt und da freue ich mich, dass ich jetzt reingekommen bin und Reza da ist und Amir und die alle, weil sie hat auch ganz viele Fragen und manche gehen auch so ein bisschen ins so in dieses Dunkle und da seid ihr ja auch sehr belesen. Von daher würde ich jetzt einmal kurz abgeben. Ja. Hi, moin. Hallo. Schön, jetzt bin ich auch mal mit in der Runde, nicht nur im Chat. Hallo. Gott segne dich. Ja, also Olli hat ja zum Glauben gefunden und wir unterhalten uns immer unglaublich viel darüber. Und also das Ding ist halt einfach, ich habe sehr, sehr viele Sachen in meiner Kindheit erlebt, die mit Geistern zu tun haben und sehr viele dunkle Gestalten. Dann ein Freund, mit dem ich sehr eng auch verbunden bin und wir Gedankenübertragungen haben etc. Das ist echt crazy. Und dann gibt es ja noch die Sternzeichen. Ich kürze das einfach alles ab, über was wir uns eben so alles unterhalten haben. Horoskop und was weiß ich. Und es stimmt einfach sehr, sehr viel. Es gibt halt Sachen, die man berechnen kann über den Körper. Und dann gibt es die Bibel und alles das, was sie sagt. Und ich frage mich, wie hängt das alles zusammen? Wie kann es sein, dass es Leute gibt, die meinetwegen besprechen können? Und also, wisst ihr, was ich meine? Sachen wegbesprechen können und so weiter und so fort. Wie hängt das alles zusammen? Ich verstehe das nicht. Warum gibt es das Universum? Ich spreche davon, dass auch der Feind das Wunder und Zeichen tun kann. Zum Beispiel die Dämonen können ja in deinen Geist eintauchen und telepathisch mit dir kommunizieren. Okay. Das heißt, die haben auch Macht, das heißt, die haben auch, sondern die haben die Macht hier auf der Erde und die können ganz leicht in deinen Geist eintauchen. Die können dich sogar besetzen. Dann spricht man von dämonischer Besessenheit, wenn du dich denen öffnest. Man öffnet sich dieser dämonischen Geister, indem man eben extreme Sünden begeht, zum Beispiel der Okkultismus verwickelt ist. Wie du schon sagst. Ja, das sind ja so die Leute, die Gläserrücken und so weiter ausprobieren, ja, ne? Genau.
Ja, also, oh, das Sowas wäre zum eine Beispiel Sünde, habe ich zum ja nie Beispiel gemacht. Drogen. Ja. Hast du schon mal gemacht? Nee, habe ich noch nie. Ich habe auch Hast keine du noch? Drogen eingerührt, Ja. nichts, nada. Aber auch mit anderen okkulten Themen, wie zum Beispiel Kaffeesatz lesen, Handlesen, Horoskop und so weiter. Das sind alles okkulte Sachen, die ein Tor öffnen in die geistige Welt, wo Gehört diese. Meditation auch mit dazu? Ja, absolut. Darauf wollte Auch ich so jetzt hinaus. inneres Kind und Meditation so ist einer weiter? der größten Tore, damit diese Entitäten in dich reinkommen können. Also zum Beispiel, das habe ich gemacht, also meditiert und inneres Kind zu finden etc. Aber das habe ich nicht als Kind gemacht und da hatte ich das Ganze ja auch schon ganz extrem. Ja. Und genau, ich frage mich einfach, wie das alles so miteinander zusammenhängt. Aber das ist auf jeden Fall schon sehr spannend. Ja, genau. In Trance versetzte Meditation führt ja eigentlich dazu, dass du in Trance versetzt wirst. Und in den Trance-Zustand öffnest du dich in der geistigen Welt und so können dann diese bösen Mächte, diese ge bösen Geister, das sind gefallene Engel, in dich hineinkommen. Also wenn Gott dich nicht da bewahrt und dich hingibt, dann werden die dich besetzen. Okay. Ja, und das ist also ganz, ganz gefährlich. Da spricht man eben auch von dämonischer Besessenheit. Genau, es kommt auf dich drauf an, wie du dich öffnest. Aber wie gesagt, das Wort Gottes, also die Bibel spricht ja davon, dass auch die Gegenseite Wunder und Zeichen tun können, weil diese Wesenheiten, diese Engel, die haben die Macht, die haben solche Mächte, eben Wunder und Zeichen zu tun. Aber das ist ja eben auch das. Es gibt ja nicht nur negative Sachen, also es gibt ja eben auch die dunkle Magie, nenne ich das jetzt mal so. Und dann gibt es ja aber auch sehr viele positive Sachen, Ja. wie du auch gesagt hast gerade, wo ich mir dann auch denke, warum sollte da was Positives passieren, wenn das Ganze doch aber auf einer negativen Seite basiert, so, ne? Ja, genau. Wenn du dich, wenn du mit diesen Welchen okkulten Beispiel Sachen meinst du denn hantierst, mit dem Fernseher? dann Ach wirst du dich so, ja ja, automatisch. beispielsweise. Ich habe da Ja. tatsächlich ein Beispiel, wo ich mir auch, ah ja, das ist eine gute Frage, Schatz, genau. Also, ich habe damals einen Freund gehabt und deren Vater war unheimlich gläubisch, also sehr stark und ist auch regelmäßig in die Kirche und alles Mögliche. Und der hat gebetet, sein Fernseher war abgebrannt und er hat tatsächlich dafür gebetet, diese eine Sendung zu gucken. Ich weiß nicht, warum ihm das so unglaublich wichtig war. Und wir saßen alle zusammen dort und dieser Fernseher war wirklich hinüber. Der war komplett abgebrannt von innen. Und es war wirklich crazy, das Ding ist angegangen. Ja, das Ding Ja, ist das ist einfach angegangen. dämonische, ja, das ist Aber ein Werk von er hat Dämonen. doch zu Gott gebetet. Nein, Warum, was nein, ist so, nein. warum ist das passiert? Nein, Gott erhört solche Gebete nicht, dass du Ja, eine genau, Sendung gucken deswegen. Das musst. war auch meine Frage an Olli. Ich hatte ihm dann auch gesagt, ich sag, dann könnte man doch aber in seinem Gebet sagen, bitte gib jedem genügend Essen und Trinken. Warum gibt es dann so viel Leid auf dieser Erde? Das Ja, wäre dann genau. für mich nicht zu Genau. erklären. Ja, genau. Und deswegen gibt es das Wort Gottes. Im Jakobusbrief steht zum Beispiel, dass Gebete ernstlich viel bewirken können. Also die Gebete können wirklich viel bewirken, wenn sie ernstlich gesprochen wird und Gott das erhört. Und wenn man eine Sendung gucken will, das ist doch kein ernstes Gebet, das ist Schrott. Eine Sendung gucken ist totaler Schrott. Das hat doch überhaupt keine Bedeutung im Leben. Das ist einfach nur Zeitvertreib und englischen Blödsinn zu gucken. Ja, Solche richtig. Gebete erhört der Herr nicht. Aber die andere Seite kann so ein Wunder tun und denjenigen eben in so eine Art falsche Sicherheit wiegen. Aber das macht dann ja keinen Sinn, weil die Gegenrichtung möchte doch an sich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht, dass wir zu Gott oder an Gott glauben oder nur, sondern Ja. uns davon ablenken. Warum sollte Ja. derjenige das dann aber wahr machen, wenn dieses Gebet an Gott ging? Weil der Herr erlaubt, dass Leute, die nicht wahrhaftig sind, dass die halt sozusagen, dass das Gericht über sie kommt durch Dämonen. Zum Beispiel, wir haben in der Christenheit die sogenannte charismatische Bewegung. Die sind den ganzen Tag mit Jesus dran, aber in ihren Gemeinden, bei ihren Gottesdiensten, legen die ihre Hände auf Leute und dann zappeln die Leute und fallen rückwärts auf den Boden und sind in Trance. Ja, Gott erlaubt das, dass diese Leute, weil sie nicht wahrhaftig sind, das sind Leute, die zwar Jesus sagen, aber nicht wahrhaftig sind mit dem Herrn Jesus. Wahrhaftig durchgedrungen sind zur Wiedergeburt mit dem Herrn Jesus. Und deswegen erlaubt der Herr Jesus über solche Leute das Gericht, dass die Dämonen sie beherrschen können.
weil diese Leute niemals wahrhaftig sich zum Herrn Jesus bekehren würden. Also gibt der Herr Jesus sie dahin. Das steht Okay. in 2. Thessalonicher Kapitel 2, dass Gott diejenigen verhärtet, die die Wahrheit nicht annehmen wollen. Wodurch sie Okay. hätten gerettet werden können. Ja, bis zu einer Ja, gewissen Grenze. Menschen, die sich bewusst dagegen entscheiden. Gut, dann sendet Gott dann auch kräftige Irrtümer, damit die Menschen die Lüge dann auch glauben dann. Ja, Und so dann ist seine das. Sache verhärten. Der verhärtet sie dann. Irgendwann mal ist auch gut. Nach unzähligen Malen wird Gott dann selber einschreiten und die Herzen dann verhärten. Ne? So wie beim Ja. Pharao. Okay. Genau. Ja, Genau. vielen Dank Und dafür. Ich ja, spreche bitte. erstmal an Olli weiter. Ja, okay. alles klar. Ja, vielen Dank, meine Lieben. Ich danke dem Herrn, dass wir Uns hier nicht zusammenkommen danken, konnten das und war sehr meine liebe angenehm. Freundin ihre Fragen loswerden konnte. Super Sache. Ja, Ich am wollte Armin besten noch immer mal ganz Bibel lesen. kurz. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich wollte Armin noch mal ganz kurz fragen, ob da was Neues gibt wegen Taufen oder so. Jetzt erstmal nicht, aber ich denke, demnächst werde ich mal gucken, dass ich da irgendwie, ja, was starte, ne? Muss nur gucken, wie ich das mache. Ja. Okay, nee, alles klar. Aber komm. Okay, Olli. Gut, also Ansonsten vielen halte mal an Dank Herrn und Jesus Christus fest, ne? auf jeden Fall natürlich, Amen. selbstverständlich. Dann Amen. wünsche ich dir Gottes Segen, Olli. Danke, dass du hier warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Bis dann, mein Lieben. Ciao, ciao. Bis dann. dann. Bis Ciao. bald. Ciao. Ja, das Gleichnis vom Seemann ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, ne? Dass es War ja sogenannte klar. Christen gibt und Wiedergeborene. Sie sehen gleich aus. Nur am Ende kommt dann der Schnitter, und nee, das ist nicht, nee, warte mal, das Gleichnis vom Seemann ist etwas anderes, ne, oder? Ja, Das, genau, dass warte mal. dass dann der Feind kommt, zum Beispiel Matthäus 13 sagt ja, dass der Herr Jesus, dass dann der Feind kommt und auch unter den wahrhaftigen Christen Unkraut sät. Also nicht wahrhaftige Genau. Christen, die aber so aussehen wie Weizen, aber sie Also doch sind ist das eben. vom Seemann, ne? Ja, genau. Guten Abend. Guten Abend, Gottes Segen. Guten Danke. Abend, Gott Ja. segne. Amir oder Reza, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Einer von euch beiden hat gesagt, dass der liebe Gott dann den Leuten eine Lüge sendet. Ja. Kräftige Irrtümer, ja. Heftige Irrtümer. Kräftige Irrtümer, genau. Kräftige, kräftige Irrtümer, okay. Ja. Also in dem Fall täuscht er diese Menschen auch, ja. Nein, er täuscht sie nicht, sondern er hat sie die ganze Zeit die Wahl gelassen. Ja. Und irgendwann mal wird das Herz dann auch verhärtet. Und das ist, das steht auch im 1. Thessalonicher, müsste es sein, ne? Zweite Steht das oder? Thessalonicher 2. 2. Zweite Thessalonicher 2. Thessalonicher. Okay. Genau, sie hätten gerettet werden können, aber sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, so wie wir die ganze Zeit mit den Menschen reden, über den Herrn, und sie das dann ablehnen und irgendwann mal nach hunderte Male dann verhärtet der Herr dann selber das Herz, ne? Weil das Herz unbußfertig ist. Okay. Aber Aber was er Allah da sendet. auf der anderen Seite macht, das ist das Heftige. Er hat den Willen dazu, die Menschheit und die Dschinn irgendwie in der Hölle zu erfüllen. Also sein Wille ist, die Menschen in der Hölle zu füllen. Aber das ist nicht der Wille Gottes der Bibel. Der sagt ja selber in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, denn Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Aber dieser Allah will auf einmal die Hölle mit Menschen füllen. Was ist das? Steht es da, Ne? dass Gott, also dass Allah die Menschen und die Dschinn, also in Führen die will, ja Hölle genau. damit füllen will, auf jeden Fall. Genau. Sure 11, 119. Da kannst du es nachlesen. Okay. Also du Und siehst, was wenn wir kannst dann du die gegen. Muslime fragen, was ist denn die Aufgabe vom Teufel? Ja, der möchte doch eigentlich die Hölle mit Menschen füllen, oder? Richtig. Warum macht das dann Allah? Ist Allah der Teufel? Nein, sicher nicht. Ja, siehst du, aber irgendwas stimmt hier nicht. Also Allah macht jedes Mal wieder dasselbe wie der Teufel. Allah führt in die Hölle, wer in die Hölle gehen Nein, muss. nein, so steht das nicht. Das ist deine eigene Interpretation. Allah Nein, Amir, füllt wo die Hölle steht mit das da, was du Menschen. gerade sagst? Lies doch mal, schlag auf, Sure 11, 119, dann gucken wir, wer recht hat. Kannst du das vielleicht vorlesen? Ich lese das für dich vor. Danke. Ich erzähle doch hier keinen Quatsch, Mann.
Ich habe das alles durch. Ich will nur den Wortlaut gerne genau wissen. Ja, kein Problem, Matt. Ich schlage meine eigene Koran-App auf. Also die akkurate ist, ne, die ihr auch alle habt. Ja. Aber glauben die denn nicht an Djinns? Ja, das ist, wir glauben an Djinns, also an Geisteswesen, das ist klar. Aber der Wille Gottes ist nicht der, dass er die Hölle mit Menschen füllen will, verstehst du? Das ist nicht der Wille Gottes, habe ich dir gerade gesagt. Der Wille Gottes ist in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, dass er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. Ja, der Wille Gottes, also wenn es nach Gott geht, will Gott natürlich, dass wir Menschen alle ins Paradies kommen. Ja, aber der Allah, was er da macht, ist ja das gleiche wie von Satan. Deswegen fragen wir ja, was ist denn die Aufgabe von Satan? Das Problem sind wir Menschen alleine. Da wir halt den freien Willen haben, entscheiden wir uns doch selbst für die Hölle. Aber im Islam gibt es keinen freien Willen. Ihr glaubt an Qadr. Doch. Nein, erzähl nicht so einen Quatsch. Ja, wie kommst du drauf, dass es im Islam keinen freien Willen gibt? Ja, das sagen die Gelehrten. Das sagen die Gelehrten. Wir haben auch den Hadith da, in dem der Mohammed sagt, alles ist schon vorherbestimmt. Ihr glaubt an Vorherbestimmung. Ja, natürlich glauben wir an Vorherbestimmung. Das ja, ist doch, siehst du, also gibt es dann auch, das ist eine sehr, sehr heftige Theologie ist das, wenn du sagst Vorherbestimmung. Dann braucht ihr gar nichts mehr zu machen, weil Allah ja alles vorherbestimmt hat. Ihr braucht weder fasten noch beten noch gar nichts. Denn er hat für die Hölle schon vorbereitet, diejenigen, die in die Hölle reingehen, und er hat fürs Paradies diejenigen bereit gemacht, die fürs Paradies bereit sind. Kann ich mal was fragen? Lass mich dir das vorlesen. Nein, jetzt lenken wir erstmal nicht vom Thema ab. Alles klar, hier danach frage ich dich, okay? Sure 11, 119. Und wenn dein Herr wollte, hätte er die Menschen wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht, aber sie bleiben doch uneinig. Außer denen, derer sich dein Herr erbarmt hat. Dazu hat er sie erschaffen. Und so erfüllt sich das Wort deines Herrn. Ich werde die Hölle ganz gewiss mit den Dschinn und den Menschen allesamt füllen. Also du siehst, Allahs Wille ist, die Hölle mit Menschen und Dschinn zu füllen. Ich werde. Das heißt nicht, ich will, ich werde. Ja, ich will, also das ist ein Wille. Mein Gott will das nicht. Hör auf jetzt. Also warte mal. Glaubt ihr jetzt als Christen, dass es also laut Christen keine Menschen geben wird, die in die Hölle gehen werden? Was erzählst du denn da? Ich habe dir gerade Gottes Intention, wir reden über Gottes Intention und Willen. In der Bibel finden wir nicht, dass Gott sagt, ich will die Hölle mit Menschen füllen. Das ist Quatsch. Ja, aber der Fakt ist doch, dass es laut Christentum auch, also ich jetzt als Muslim komme doch laut deinem Glauben in die Hölle. Ja, das ist, ja natürlich, klar, wenn du den Herrn Jesus Christus nicht annimmst, also, ja. Also, ja, aber der Wille, versteht das immer noch nicht, mein Lieber, was verstehst du gerade nicht an dem, was ich dir gerade ausführe? Ich habe zu dir gesagt, der Wille Gottes ist in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Da steht, dass Gott wird, nicht will. Mein Lieber, ist das die Intention Gottes, die Hölle mit Menschen zu füllen? Natürlich nicht. Das ist die Intention vom Satan. Aha, dann sagst du, dass Allah Satan ist in dem Falle. Das sagst du, ich sag das nicht. Ist doch 1:1, können wir das da direkt umswitchen und sehen, dass Allah dieselben Eigenschaften hat wie der Teufel. Er will auch die Menschen in die Hölle führen. Oh, mein Armi, hör doch auf, sowas zu sagen. Ja, okay. Da geht's schon wieder los auf Ignoranz schalten. Nee, da geht es schon wieder los. Da geht es schon wieder los. Das wäre jetzt wieder ein Punkt für mich, wo ich sage, das Gespräch ist vorbei und da kann man nicht mit dir nicht reden. Verstehst du? Das Gespräch ist somit vorbei, weil du möchtest nicht zuhören. Du möchtest einfach nicht begreifen. Ja, aber du möchtest nicht begreifen. Ja, mit deinen Ohren hörst du und dennoch begreifst du nicht. Mit deinen Augen siehst du und trotzdem siehst du es nicht. So ist das. Okay. Ja, okay. Ja, ich kann doch dasselbe wirklich, dass Gott uns einen Himmel verspricht, wo du irgendwelche entschuldige bitte das Wort, ja, aber es ist ja so, Huren uns zur Verfügung stellt, die wir dann den ganzen Tag entjungfern und das Jungfrauenhäutchen von den zerreißen. Also, das da muss er selber lachen. Da muss er selber lachen. Das ist ja Daif. Ach du Heilige, guck mal bitte, was der sagt. Das immer wieder erwähnt, verstehe ich nicht so ganz. Wieder hilft. Ich rede von einem Tafsir, von den höchsten Gelehrten, wie zum Beispiel Al-Jalalain. Das ist doch, Amir, ist das nicht Sura 78, Vers 33 mit den Hudis? Warte mal, Reza, ganz kurz, Reza. Ja, bevor wir jetzt darauf springen, kommen wir nochmal zu dem freien Willen zurück. Ja. Weil der Amir ja behauptet hat, dass wir im Islam nicht daran glauben, dass wir einen freien Willen haben.
Ja. Richtig. Oder ja. Aber wie kommst du darauf, dass das so ist? Ihr glaubt Klar, an es ist alles Vorherbestimmung. vorbestimmt von Allah. Natürlich ist es vorherbestimmt, weil er weiß, Werden was deine guten geschehen Taten wird. dich ins Himmelreich lassen? Werden deine guten Taten dich ins Himmelreich lassen, den Hasanat sammeln? Keiner kommt durch die Taten ins Paradies, nur mit Warum der Barmherzigkeit Allahs. sagt Allah, warum sagt der Abul Bara jedes Mal, du kriegst dafür, wenn du das und das rezitierst, 1 Million Hasanat-Punkte? Wofür dann? Wenn es sowieso nichts bringt. Das kann natürlich ein Grund sein. Warum? Warum? Du hast doch gerade gesagt, keine guten Taten werden uns in den Himmelreich bringen. Ja, Warum nur durch sagt die. Abul Bara dann die ganze Zeit zu den Muslimen, ja, wenn du Suratul dies und das liest, dann kriegst du 1 Million gute Taten aufgeschrieben. Wofür denn? Ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube, oder nicht? Das haben wir. Genau, Aber ihr genau. versucht das Himmelreich mit Taten zu verdienen. Aber das geht ja nicht. Natürlich geht das nicht. Aha, siehst du, also das Konzept des Islams ist eine Katastrophe. Die einzige Möglichkeit im Islam, sicher deine Seele ins Himmelreich von Allah zu bringen, ist, dich selber im Kampf zu töten und Halt andere auch Menschen auf, zu töten. Der Mann. richtig, guck mal, was der da sagt. Guck mal, was der da Ange, du sagt. machst mich fertig, Alter. Ich schwör's dir. Ja, wenn du dich nicht auskennst, warum lässt du dich dann nicht von mir belehren? Du haust so Sachen raus, das ist unglaublich, Mann. Ja, Hast du du so kannst einen neuen aufschlagen Vers in zu der Bibel 9, mal Vers gelesen? 111. Ja, ich hatte schon mal mit dir darüber gesprochen. Ja, Das, genau, da Allah meinst verlangt du von dir, guck meintest da, mal, dass das ist wegen der dem Unterschied. Vertrag, Lass dass mich man mal mit ganz Allah einen kurz reden. Vertrag ausmacht, ja? Genau. Das Problem ist, das ist genau das Gegenteil. Also Gott selber nimmt die Form eines Menschen an und bezahlt für deine Schuld. Im Islam musst du selber bezahlen für deine Schuld. Und am Ende wirst du deine Seele aufs Spiel setzen und wirst für alle Ewigkeiten in die Hölle fahren. Merkst du Im dieser Islam hoffst du. Unterschied zwischen Islam und Christentum? Ja, im Islam hoffst du halt auf die Barmherzigkeit Gottes. Also Und im Hoffnungslosigkeit. Christentum ist es halt so, dass du dir ganz sicher bist, dass du ins Paradies eingehst. So Also sieht's aus. 100%. Möchte deine Seele nicht Ruhe haben? Möchtest du deiner Seele nicht Ruhe schenken? Oder willst du die ganze Zeit so zittern und sagen, oh Allah, habe ich das jetzt geschafft oder nicht? Vielleicht habe ich da und da auch noch Missgeburt. Oh nein, Allah wird mich bestimmt nicht ins Himmelreich lassen, siehst Ja, du? ich will mir das Ein nicht Glaube, anmaßen, der, dass ich mich über ein Glaube, ja. Gottes Entscheidung stelle und sage, ich weiß 100%, dass ich ins Paradies komme. Ich will mir das nicht anmaßen, ganz einfach. Ja, aber gibt dein Gott dir keine Ruhe und sagt, ich werde dir 100 Millionen prozentig Natürlich gibt er mir vergeben? Ruhe. Allahs Barmherzigkeit übersteigt seinen Zorn. Ja, aber diese Barmherzigkeit im Islam, das geht ja null auf. Stell dir mal vor, du bist mit einem, mit jemandem, den du ins Auto reingefahren bist, im Gericht. Auf einmal sagt dieser Richter zu dir, ich bin barmherzig und lasse dich einfach so laufen, ohne dass der Typ seinen Schaden bezahlt hat von seinem Auto. Würdest du nicht sagen, ey, was ist das denn? Wo ist die Gerechtigkeit denn? Also nur barmherzig, einfach so vergeben, das geht doch nicht. Ja, du vergleichst aber einen Mensch mit Gott. Das geht ja nicht. Er versucht dir durch ein Beispiel zu zeigen, Naja, dass das ist mir Gott, schon wenn er klar, aber einfach das ist das so Beispiel vergeben Hinkdreser. würde, dass Das er Hinkdreser. ungerecht sein würde. Du musst ihm zuhören. Wenn der einfach so vergeben würde, Ja. dann würde das Recht gebeugt werden, das Gesetz. Und wir haben ja nicht einen Larifari-Gott, der Gesetze gibt und sagt, ach, kein Problem, ihr könnt die brechen, ich vergebe euch, ist egal. Einfach so, weil ich barmherzig bin. Ihr Wenn denkt der einfach zu Richter. klein von der Barmherzigkeit von Gott. Ihr denkt da zu klein, zu schlecht von Gott. Das Nein, ist du raffst das nicht mal einfach nach, nicht. was Das ist das Barmherzigkeit Problem. und Gerechtigkeit. Du hast doch nie über diese zwei Konzepte nachgedacht. Natürlich, aber Wenn. nach eurem Konzept heißt es ja, Gott ist ja absolut gerecht. Deswegen kann ich nicht, Hörst selbst wenn du, ich nur eine Lüge Elirian, gemacht habe in Elirian. meinem Leben und damit sterbe, kann ich nicht vor Gott stehen. Mit dieser einen Lüge, selbst wenn es so wäre, kann ich nicht vor Gott stehen. So denkt ihr. Warum hat Adam und Eva von Gott nicht Vergebung bekommen? Warum sind die rausgekommen? Warum hat Allah nicht einfach so vergeben? Tja, weil die haben sich halt widersetzt. Siehst du, weil sie ein Gebot gebrochen Ja. haben die gesündigt und deswegen muss der sündige Mensch raus aus dem Paradies. Keine Vergebung. Genau, ja. Siehst du, dass Allah nicht einfach so vergibt? Das ist eine Lüge mit diesem einfach vergeben. Okay. Richtig? Ja, wenn du das sagst, ist ja dein Nein, Glaube, ist okay. nein, nein, das Jetzt ist doch langsam dein hörst du. Glaube. Allah hat Adam und Eva rausgeschmissen, hat ihn nicht einfach so vergeben, weil er unbarmherzig Aber ist. Mann, glaubt ihr wirklich, dass all die Muslime, all die Juden so dumm sind und dasselbe Konzept verfolgen? Nein, das Konzept in der Bibel ist ja anders. Ich will ja sagen, das Konzept des Islams mit der Vergebung ist komplett anders als die Vergebung in Ja, der ey, Bibel. die Juden beten ja bestimmt nicht zu Jesus. Also.
Ja, das ist aber ihr Problem. Ihr genau. Bücher sind ja direkt ihr altes Testament ist voll also. Von Jesus. Denen gefällt es nur nicht, was in ihren Schriften steht. Das sind ignorante Menschen, die zum Beispiel Jesaja Kapitel 53 jedes Jahr in der Synagoge genau. nicht lesen okay. wollen. Die überspringen das, weil ihnen das Guck unangenehm ist. Ich will dich was fragen. Heißt es denn nicht in der Bibel, wo Gott zu Abraham sagt, Abraham, ich will dich und deine Nachkommenschaft zu einem großen, gesegneten Volk machen. Und jeden, der dich und deine Nachkommenschaft segnet, segnen. Und jeden, der dich und deine Nachkommenschaft verflucht, verfluchen. Ja, die Juden sind es doch, die Jesus verfluchen und auch Mohammed. Und die Christen machen dasselbe mit Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Und wir Muslime, wenn wir einen Propheten erwähnen, sagen wir immer alaihi salam, so Frieden und Segen sei mit ihm. Und die anderen aber verfluchen, das steht in eurer Bibel. Verfluchen also, aber warum bei Mohammed dann anders? Die Nachkommenschaft verflucht und diejenigen segnet, die Abrahams Nachkommenschaft und ihn segnen. Wir machen das ja fünfmal am Tag. Ja, das bringt ja Abraham nichts. Ihr verflucht ja das Nachkommen Isaaks, die Juden. Die Juden, aber nicht Jesus. Genau. Hast du schon mal die Al-Fatiha? Hast du schon mal die Al-Fatiha mal auf Deutsch gelesen? Habe ich mal, ja. Was steht da denn deiner Meinung nach jetzt? Was in den fünfmaligen Gebeten von morgens bis abends verflucht ihr und beleidigt eigentlich die Christen, die in die Irre gegangen sind, deren Fluch und Zorn von Allah auf uns ist und so. Verstehst du? Ja, klar, der Zorn Gottes ist auf uns. Hä? Wie kommst du da drauf? Ja, also steht da Christen? Damit sind Christen gemeint. Die in die Irre gegangen sind. Wieso sagst du, dass der Christ? Ja, genau. Lass uns nicht zu den Irregehenden gehören. Ja, das finden wir. Wer sind denn die Irregehenden? Wir Christen sind doch die Irre gegangen sind. Hey, das ist ja, aber das ist doch klar und deutlich, Mann. Ihr könnt ja nicht sagen, ich glaube an alle Propheten, aber den nicht. Somit seid ihr schon raus aus der Religion. Der Herr Jesus Christus warnt uns vor deinem Mohammed. Der Herr Jesus Christus warnt uns vor deinem Mohammed. Er kommt in Schafskleidern zu euch, aber inwendig ist er ein reißender Wolf. Und an ihren Früchten werden sie erkennen. Deswegen haben wir ein Beispiel genannt mit Sunan ibn Majah, Hadith 1943, als er gesagt hat, du sollst der Frau sagen, dass sie dem Mann die Busen zum Nuckeln geben soll. Was ist das für ein Mann, Mann? Würdest du deiner Frau einfach so die Busen in einen fremden Mann in seinen Mund reintun, oder was? Ne? Wo ist der hin? Ja. Das ist das Problem. Deswegen habe ich das immer wieder im Livestream mit Amir immer wiederholt, damit die Leute darüber nachdenken, über das Konzept der Vergebung im Islam und Vergebung in der Bibel. Und dieses Konzept, wenn man einmal tiefgründig darüber nachdenkt, führt automatisch unweigerlich zu der Wahrheit des Gottes der Bibel. Nämlich, oder Reza, ich hole mal einen anderen Punkt, Ja, gut. Ja, dann wünsche ich dir Gottes Segen und ich hole jetzt mal einen anderen hoch. Der will das auch irgendwie gar nicht annehmen. Ja, wenn jemand ignorant schaltet, dann bringt das auch nichts mehr, mit dem zu reden. Ja, der kann ja zuhören und das prüfen, ne? Der kann ja mal gucken und... Test, hört man mich. Hallo? Ja, Gott segne dich. Guck mal, ihr redet die ganze Zeit von, ihr verflucht die anderen Religionen, Jesus Christus. Aber in der Bibel steht doch geschrieben, jede andere Religion, die Jesus Christus nicht als Erlöser sieht, ist die Lüge des Satans. Ja. Damit verflucht ihr doch jeden anderen Menschen, erstens, der eine andere Religion hat, und zweitens, niemals in den Konflikt mit Religion kommen kann. Ureinwohner, Aborigines, Afrikaner, die von der Zivilisation abgespeist sind, kommen die bei euch alle in die Hölle und ihr sagt, im Islam ist es so, da werden andere direkt in die Hölle, die kommen direkt, die werden verbrannt. Das haben keine Ausrede. Nee, das ist ich sage nicht, dass es eine Ausrede ist, es kann genauso gut im Islam stehen. Aber bei uns steht nicht drin, dass die anderen Glaubensrichtungen dass man die jetzt nicht respektieren soll, im Gegenteil. Ja, aber Allah respektiert doch keine andere Glaubensgemeinschaft und sagt seinen Muslimen, dass man sie bekämpfen sollte aufgrund ihres Glaubens. Bist du damit einverstanden? Wo steht das? Kannst du das wiederholen? Ja, Sura 8, Vers 39.
Lies, sag mal die Übersetzung, die du kennst. Wie hast kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion gänzlich Allahs ist. Danach strebt doch jede Religion an. Jede Religion möchte andere Religion bekämpfen. Danach streben wir alle, ne? Nicht bekämpfen. Was stimmt mit dir Jesus nicht? Was Christus ist los bei dir da oben? Jesus Christus. Was ist los bei dir da oben, wenn du sowas hier fragst? Lass mich dir kurz was. Jesus Christus, sagst du, ist ja für eure Sünden gestorben. Nicht nur für die schon begangen worden sind, sondern für die, die. Kann nicht wahr sein. Oder nicht? Bist du Moslem oder? Doch grade, ist doch egal, ob ich Moslem bin. Nein, das ist nicht egal. Doch, das ist egal. Weil. Aber ich frage ja dich, ist Jesus Christus für die Sünden von euch gestorben? Aber, für alle Welt, für die ganze Welt. Ja, für die ganze Welt, außer für die Andersgläubigen. Oh weil mein sonst Gott. Außer, es gibt keine Aussage. Oh mein Jesus Gott. Christus ist für Buddhisten gestorben, für Hindus, für Muslime, für Atheisten. Wie wird denen vergeben, die niemals in, die sagen wir Leute, die nie mit den Konfliktreligionen zusammenkommen, warum wird denen nicht vergeben zum Beispiel? Wieso? Ja. Die haben doch den ganzen Tag den Himmel, den bestimmten Himmel, gestirnten Himmel jeden Tag vor sich. Diese unglaubliche. Du kannst mir nicht erzählen, das ist so eine dumme Ausrede. Du kannst mir nicht erzählen, dass Leute, die nie eine Sprache sprechen, beispielsweise, ja, die komplett abgeschottet sind, jener ja überhaupt noch die Möglichkeit haben, in Verbindung mit einer Religion zu kommen, oder? Was hat das? Das ist doch keine, Entschuldigung, ich habe dir doch gesagt, die Aborigines, die in Urwald sind, die können doch durch das Wahrnehmen, durch das Beobachten sehen, dass da eine unglaubliche Perfektion und Schönheit in einer unglaublichen Dimension vor ihren Augen ist, jeden Tag. Ja, sie suchen aber nicht die Erlösung von Jesus Christus. Ist egal, die müssen auch nicht Erlösung von Jesus Christus suchen. Doch, sie doch, müssen du nur musst, den du Gott musst, suchen, nee, du musst der das alles erschaffen hat. Du musst an Jesus Christus glauben, so steht es. Moment, Schritt für Schritt. Sie müssen erstmal hingehen und anbeten den Gott, der dies alles erschaffen hat. Und dieser Gott wird sich dann denen offenbaren. Aber warum steht es dann so in der Bibel? Pass auf, ich lese dir mal Römer Kapitel 2. Es ist, ich will aber auch nicht sagen, ich will jetzt keine Römer schlecht reden, deswegen. Nee, warte mal, du hast eine Frage gestellt und wir wollen das biblisch erklären. Es geht mir nur um die Selbstironie von euch, dass ihr sagt, wir haben ein Allvergebung, also bei uns ist die Vergebung ganz anders. Letztlich weiß es kein Mensch, bis er stirbt. Aber ihr sagt, ja, bei euch ist es so, aber bei uns ist es richtig. Kannst du doch nicht wissen, du kannst es doch nur glauben. Nein, die Wahrheit weißt du, wenn du die Wahrheit erkennst. Nein, das heißt, deswegen hast du einen Glauben oder die Wahrheit? Hast du einen Glauben? Der Glaube und die Wahrheit ist dasselbe. Nein, der Glaube ist der Glaube. Wenn du etwas glaubst, dann weißt du es nicht. Nein, wenn du zum Beispiel glaubst, dass die Kuh das Universum erschaffen hat, dann ist dieser Glaube ja nicht auf Wahrheit begründet, weil wir wissen ja durch unsere Logik, dass Kühe selber Geschöpfe sind und sterben und selber zu Düngemittel werden. Okay, und warum glauben... Und ein Schöpfer muss ja ewig sein. Und warum glauben dann Buddhisten, dass der Kuh, eine Kuh der Schöpfer der Welt ist? Weil der Satan durch Buddhismus diese Leute Gehirn gewaschen hat. Ja, und laut euch sind alle anderen Gehirn gewaschen und ihr seid richtig. Ja, natürlich, der Satan ist ja aktiv hier auf der Erde, um euch, um die Menschheit. Ja, und genauso heißt es im Koran, dass die Bibel ist verfälscht und das ist die Lüge des Satans. Ja, und jetzt musst du hingehen und wenn du verheiratet bist, weil du weißt, dass der Islam jetzt ihr musst du deine Frau nehmen, wenn jemand zu Besuch kommt, einfach die Busen raus von deiner Frau und demjenigen in den Mund stecken. Heftig. Richtig? Akzeptierst du das? Jetzt ist der harte Pause. Hast du mal das Alte Testament gelesen, was für kranke Sachen da drin steht? Du hast uns überzeugt. Nein, du hast uns überzeugt. Wir wollen jetzt Muslim werden. So. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie oft muss man das tun, unsere Frauen die Busen in fremdem Mund? Gar nicht. Weißt du, wie weißt du? Ach, gar nicht. Nicht gar nicht. Du lügst. Weißt du, dass dein Prophet hat das praktiziert? Warte nur kurz, ich kann dich umbringen und ich schwöre das und am nächsten Tag sage ich, ich liebe aber Jesus Christus und mir so wird die Sünde vergeben, oder? Wenn du wiedergeboren bist... Sag doch nicht nein, ja oder nein, sag doch ja oder nein. Nein, nicht einfach so, es gibt eine Bedingung. Natürlich, das steht so drin, einfach so. Ja, Moment, wenn du wiedergeboren bist,
Ja, dir sind alle Sünden vergeben, aber das heißt nicht, dass du einen Freifahrtschein hast. Ist eine Freifahrtschein. Der Islam Nein, ist die nicht. Unterwerfung Nein. gegenüber Gott und nicht Mohammed. Lesen wir mal kurz Römer Kapitel 6, ob das ein Freifahrtschein ist. Warte mal. Nicht, dass du was lügst hier. Ja, soll schon der Glaube ernst gemeint sein. Aber nicht, dass ich jetzt sage, wie Family Guy darüber Witze gemacht hat. Pass auf. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne, sagt Apostel Paulus. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihr ihm gehorchen, es sei die Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Also du siehst, da kommt ein Riegel davor. Apostel Paulus gibt ein Riegel davor, dass du diese Gnade ausnutzt. Dazu sage ich, du gehst also verantwortungsbewusst damit um, verstehst du? Ja, natürlich kannst du verantwortungsbewusst hinhergehen, wie du willst. Ja, was passiert denn bei dir im Islam? Du weißt ja, dass Gott mit Sünde nicht klarkommt. Das heißt, Adam und Eva hatten ja eine Sünde und der Allah hat sie aus dem Paradies geschmissen. Und was passiert denn jetzt? Du bekehrst dich zum Islam, sagst jetzt Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah und jetzt sind dir deine ganzen Sünden vergeben und jetzt lügst du auf einmal wieder. Wird dir das auch vergeben? Du lügst nicht. Und am jüngsten Gericht werden die Engel kommen und dich fragen, bist du Moslem, bist du kein Moslem? Und du kannst, hast du verbotene Substanzen zu dir genommen? Komm mir nicht auf die Tour, ich will es dir doch nur sagen. Nein, ich will es wissen, weil du wirklich Nein, sehr verwirrt. Hör mir zu. Der Amir hat dir doch eine Frage gestellt. Ja, aber ich sag dir jetzt die Antwort. Nachdem du zum Islam konvertiert bist und danach noch sündigst, was passiert? Gehst du verloren oder ist die Sünde vergeben? Du musst nach dem Islam weiterleben. Aber du sündigst so weiter. Oh mein Gott. Jeder Mensch. Und dann gibst du dir doch deine eigene Antwort. Da hast du dir doch jetzt deine eigene Antwort. Ja, ich sag's dir doch, lass mich doch ausreden. Was seid ihr für Gesprächspartner? Nein, wir mögen das nicht, wenn man auf Ignoranz schaltet. Wir mögen das nicht, wenn man auf Ignoranz schaltet. Ja, du musst die fünf Säulen des Islams befolgen. Ja, aber was passiert, wenn du danach sündigst, Mann? Was passiert danach? Das macht dich nicht, du musst dich reinwaschen. Die Sünden werden inshallah. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ey, ich werde schon wieder wahnsinnig mit dieser. Gehst du verloren, nachdem du zum Islam konvertiert bist und trotzdem sündigst oder nicht? Oder sind dir deine Sünden vergeben? Ja, okay, dann stelle ich dir eine Gegenfrage. Ist man ein Sündiger, wenn man andersgläubig ist? Oh mein Gott, das kann nicht mehr wahr sein. Ist man ein Sündiger, wenn man andersgläubig ist dann? Sag mir die Antwort, ja oder nein? Andersgläubig gibt es nicht. Du bist entweder im Glauben oder nicht im Glauben. Ja, Andersglauben heißt, du bist nicht im Glauben. Ist es eine Sünde? Es gibt nur eine wahre Sünde. Glaube. Ja, ist es eine Sünde oder nicht? Natürlich, das ist die größte Sünde, wenn du den wahren Gott der Bibel nicht hast. Das ist die allergrößte erste Sünde. Weil welcher Gott soll dich erretten? Der Gott der Aborigines, die Uga Uga. Wir haben tausende Götter. Dieses Uga Uga zeigt mir eine Menge über deinen Charakter. Ja, so heißen die Götter in den Urwald. Ich muss jetzt los, weil ich hoffe, ihr werdet euren bestimmten Weg finden und jeder im Chat soll. Ja, wir haben schon unseren Weg gefunden. Ja. Du musst aufwachen. Du musst aus deinem Traum aufwachen. Danny, mach mich mal zum Moderator hier. Zum Moderator. Und zum Terminator. Mach ihn mal bitte zum Predator. Mach mich mal zum Terminator hier. Mach ihn mal bitte zum Muslimator. Ja, habe ich dem eine richtige Frage gestellt. Ja, wie ist das Konzept denn im Islam dann? Also du bekehrst dich zum Islam und dann auf einmal sündigst du weiter. Gehst du dann verloren oder wie? Das stimmt doch gar nicht. Alleine schon im Garten Eden ist schon Islam vorbei. Mit Allah vergibt einfach so die Sünde. Der braucht keine Dingens, keine Opfer. Ja. Nein, hat er nicht. Salamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum. Alaikum salam. Reza, ich habe mal eine Frage an dich. Ja, aber es kostet. Wenn die zu schwierig ist, dann musst du es überweisen. Einfache Fragen sind zumindest kostenlos, die ersten zwei, aber da musst du Vertrag machen. Ja, ich kenne das mit Jizya. Aber nein. Die Frage ist, wohin ging es ja um dieses Verhärten mit dem Herzen? Ja. Und
Meine Frage wäre dann beispielsweise, ich habe in Exodus war das ja, dass ja Gott zu Mose gesagt hat, dass er eben dem Pharao sagen soll, lass mein Volk weiterziehen, sonst kommen die Plagen und so weiter. Also dass ja Mose so gesehen dem Pharao ein bisschen gebitzt hat oder gedroht hat, sage ich mal. Aber dann sagt ja Gott, dass er das Herz vom Pharao verhärten wird. Und meine Frage ist dann immer, wieso soll dann beispielsweise, warum soll dann Mose das dem Pharao sagen, wenn das Herz doch eh schon verhärtet ist? Weißt du, was ich meine? Nee, habe ich nicht missverstanden, die Frage nochmal. Das nochmal? Also das Herz des Pharaos wurde ja von Gott verhärtet, oder Ja. nicht? Und Ja. aber trotzdem sagt Gott zu Mose, geh hin und sag zum Pharao, dass er mein Volk weiterziehen lassen soll. Aber meine Frage, die ich mir mal gestellt habe, warum soll das Mose sagen, wenn das Herz des Pharaos doch sowieso verhärtet ist und sowieso der Pharao Nein sagen wird? Ja, weil der Herr noch bestimmte Sachen vorhatte mit dem Pharao, nämlich zum Beispiel das mit dem Lamm schlachten für Israel, mit dem Ja. Erstgeborenen. Das sollte ja noch alles geschehen, damit dass dieses Bild entsteht vom geschlachteten Lamm, dass dessen Blut zu Schutz vom Israel so verwendet wird. Und sollte ein Bild sein auf den Messias, der sein Blut vergossen wird am Kreuz. Das war ja noch nicht entstanden. Das musste ja erst noch kommen. Deswegen hat der Herr den Pharao noch benutzt, weitere Male, aber nur noch zum Verderben. Ach so, also auch um diese ganzen Gleichnisse eben aufzuzeigen auf den Genau. Messias. Genau. Ab dem Zeitpunkt hat er ihn nur noch benutzt für seine eigenen Zwecke, der Herr. Aber bis dahin hat er die Möglichkeit gehabt, eben zum Herrn umzukehren und nicht für Verderben vom Herrn benutzt zu werden. Aber ab einer bestimmten Grenze wird der Herr auch Menschen hier auf der Erde jetzt noch, wenn sie zu oft Nein gesagt haben zum Herrn Jesus Christus, zum Evangelium, Ja. benutzen für verderbliche Zwecke. Verstehe. Also Das beispielsweise ist. die ganzen Politiker zum Beispiel, die ja Kriege und so weiter machen. Ja, genau. Das wäre Meine, ein ich hätte, Beispiel. ich hätte, mir ist noch eine Frage eingefallen, jetzt nebenbei. Mir wurde erzählt, dass als Abraham und Isaak zum Berg gegangen sind, zum Hügel, wo dann ja eben die Prüfung stattfinden sollte, es ist ja so, dass Isaak ja Holz tragen musste und das Gleichnis darauf ist ja, dass so wie Isaak, der Sohn, das Holz getragen hat, so hat ja auch der Messias, Christus der das Sohn, Holz das getragen, Holz, genau. genau. Genau, Und zu seiner ich habe eigenen mal, Opferung, zur Todesstätte. ja genau. Und ich habe mal gehört, das ist derselbe, also wo Isaak war, das war auch Golgatha. Aber Ja, stimmt genau, das das? ist der Berg Moria. Ja, das ist sozusagen der spätere Golgatha, genau. Boah, das ist krass, Berg das wusste ich Moria echt war noch das, glaube nicht. ich. Ja, wo Golgatha war. Ja, siehst du mal, wie Gott arbeitet in der Bibel, ne? Ja. Da siehst du mal, wie Gott arbeitet in der Bibel. Hammer. Das ist heftig. Das ist ja eigentlich, Deswegen das kann kein Wissen. Muslim da hinkommen und sagen, dass Gott ein Clown wäre, der sein Wort nicht vor Verfälschung beschützen kann. Das ist das Lächerlichste, was man überhaupt von Gott überhaupt behaupten kann. Also Gott ist nicht in der Ja, Lage, auf das ist sein Wort das. aufzupassen, ne? Das ist das. Und Nur wenn das du ist eben darüber dieses nachdenkst, Patent. nur wenn du über diese Tatsache nachdenkst, dass Gott im Islam nicht allmächtig genug ist, um Menschen aufzuhalten, die sein Wort gerade am Verfälschen sind, da fliegt schon diese Religion auseinander. Das war's. Nur wenn du darüber nachdenkst. Ja, und diese ganzen Gleichnisse beispielsweise, ne? Das ist ja eben schon eigentlich ein Knockout, weil das ist ja wie als ob Yahweh selber ein Patent gemacht hat, dass eben derselbe Berg, Natürlich. derselbe Sohn mit dem Holz, sage ich mal, ne? Das ist schon eigentlich krass. Ja, meinst du, der Gott weiß doch die Zukunft. Er weiß, dass dann Leute auf die Idee kommen, noch mehr Bücher ins Rennen zu schicken. Aber da macht der Gott ja ein Copyright da rein, damit die Leute wissen, dass man Gott vertrauen kann. Allein die Geschichten aus dem Alten Testament sind alle auf den Messias schablonartig anzuwenden. Das siehst du durchweg von Anfang bis zum Ende. Perfekt. Ja. Weil Und Gott ja aber kein Klaus hat ja, Hampelmann ist, Klaus. verstehst du? Ja, aber Klaus hat ja eh bewiesen, dass eigentlich laut Koran nicht mal die Bibel verfälscht werden sollte. Das ist ja auch ein Ding. Hat der Klaus da bewiesen, dass der Koran ja nie wirklich gesagt hat, dass die Schrift irgendwie verfälscht wurde. Das wurde ja nur eigentlich sogar bewahrt. Ja, genau, Jeremia 1, Vers 12 heißt es ja, dass Gott über sein Wort wacht.
um es auszuführen. Ja, die kommen meistens mal mit Jeremia 8,8, wo es dann heißt, die Lügengriffe der Schriftgelehrten verdrehen die Schrift oder sowas. Kennst du den Vers? Ja. Ja. Da sagen die auch mal, ja, guck mal, das ist, da ist die Fälschung der Bibel schon prophezeit worden. Nein, das geht ja um diese ganzen Rabbiner, die angefangen haben, eigene Gesetze zu dem Wort Gottes zu erfinden, sozusagen. Und der Herr Jesus macht das ja immer wieder klar in diesen Gesprächen mit den Pharisäern, dass sie halt durch geschickt das Wort Gottes aushebeln mit ihren eigenen Geboten, die sie dazu tun. Ja, aber das Wort Gottes kann man nicht verfälschen. Man kann nur eine Verfälschung des Wortes lehren anderen Menschen. Das haben die Pharisäer gemacht. Die haben dann zusätzliche Überlieferungen gehabt, Traditionen, die sie dann halt so dem Volk Israel gegeben haben. Ne? Und das hatte ja der Herr Jesus ihnen negativ ausgelegt. Ja, aber es gibt ja auch einen Vers, ich glaube in 1. Timotheus irgendwo, wo es ja drinne heißt, haltet an unsere Überlieferung oder sowas. Ich weiß nicht genau, welcher Vers das war, aber da steht ja irgendwas mit Überlieferungen. Was ist denn ja, damit? Überlieferungen ist, das ist die schriftliche Überlieferung vom Wort Gottes. Nicht die pharisäische, also du weißt ja, das Pharisäertum haben ja auch zum Beispiel das Talmud. Ja, genau. Aber das ist ja nicht vom Gott. Das ist von den Pharisäern, von den sogenannten Schriftgelehrten, von den Rabbinern. Mhm. Und das Judentum akzeptiert ja das Talmud. Das ist sogar fast noch höher als die Tora oder auf derselben Stufe, ist ja egal. Ja? Ja. Alles, was im Talmud steht, übernehmen die Juden ja. Und das meinte ja der Herr Jesus. Diese rabbinische, talmudische Tradition, eben, dass man neben der Schrift noch andere Gesetze hinzufügt, Menschengebote, und um geschickt das Wort Gottes auszuhebeln. Das sagt der Herr Jesus ja als Kritik. Genau. Ja, aber mir wollte sagen. Sind ja die Schriften Gottes. Ne? Ja, klar. Und ich glaube, Ami wollte sagen, der Koran hat ja auch, also der Koran sagt ja auch, dass der Talmud eine göttliche Offenbarung ist. Weil der Koran hat ja auch eine talmudistische. Ja, genau. Sure 5, genau, Vers 32. Ist auch, ne, Sure 5, Vers 32, der berühmte Vers. Ja, genau. Genau, ja, da haben die, Vers, ne? Genau, das ist aus dem Jerusalemer Talmud, das ist nicht aus dem babylonischen Talmud, das ist Sanhedrin, aus dem Sanhedrin 30 oder so ist das, ne? Sanhedrin 45a, glaube ich. 45, ja, das ist aus dem Jerusalemer Talmud, irgendwas mit 40 oder 5. Kann man ganz leicht googeln. Ja, ja. Und da sieht man eben, dass der Koran nicht wörtlich inspiriert ist von Gott, sondern die Schreiber des Korans auch einfach irgendwelche nebensächlichen Sachen aus irgendwelchen Büchern, die gar nicht von Gott inspiriert sind, genommen haben und da reingepackt haben in den Koran und sagen, dass das vom Wort Gottes ist. Ja, ja, mir wurde mal erzählt, dass es, dass der Talmud sogar eine göttliche Offenbarung sei oder was Göttliches in sich hat. Nein, absolut nicht. Nee. Absolut nicht. Natürlich die Rabbiner, die das alles geschrieben haben, das waren die Zeitzeugen und die haben das alles niedergeschrieben und so wie sie denken, wie die Verse halt auszulegen sind. Und die haben ihre eigenen Gedanken dazu geschrieben. Na ja, gut, dann hätte ich keine Fragen mehr, das wäre dann alles geklärt. Ja, genau. Und Isaac, um nochmal zurückzukommen, Abraham, der bereit war, seinen geliebten Sohn zu opfern. Ja. Und Abraham ging es ja sehr schlecht in dem Moment. Ja, der war ja völlig traurig, außer sich, ne? Und aber trotzdem war er bereit, Gott diesen unglaublichen Test sozusagen zu durchlaufen. Er war bereit, wirklich da durchzugehen. Und Abraham eben ist ein Sinnbild auf den Gott, der Vater, der bereit war, seinen Sohn Jesus Christus für uns zu opfern. Das ist die Geschichte von Abraham, Isaac. Und diese Geschichte ist ja einfach in Koran übernommen worden, jetzt um Ismael oder ist egal, dieses Vater, dass er seinen Sohn geopfert hat. Und verstehen es nicht, dass eben da ein Patentrecht darauf, wie du schon sagtest, ja, dass jede Geschichte aus der Bibel, wenn du es nimmst und versuchst, eine neue Religion daraus zu machen, dass da immer ein Copyright darauf ist, dass man immer den Herrn Jesus da drin erkennen kann und den Gott der Bibel. Das heißt, du kannst das nicht mehr fälschen. Man kann immer den biblischen Erlösungsweg anhand dieser einzelnen Geschichten wieder rekonstruieren, sodass da keine Verfälschung stattfinden kann.
auch wenn man es versucht, zum Beispiel durch den Islam, trotzdem sieht man eben diesen Weg, dass der Vater, Gott der Vater, bereit war, seinen Sohn für uns zu opfern. Das ist die Geschichte von Abraham und Isaak. Amen. Ja, das stimmt. Ja. Und auch zum Beispiel, dass da ein Widder für Isaak gekommen ist. Das heißt, jemand anders stirbt für einen anderen, für den Ja, Menschen. Ja, ein unschuldiges Wesen, ein Lamm oder Widder, ist egal, stirbt für die Sünden anstelle von den Sündern. Der übernimmt den Tod und nimmt das Opfer. Das ist auch wiederum nochmal ein Bild auf den Herrn Jesus. Egal wie weit du gehst, das ist das, der Gott der Bibel macht dir die Türen dicht. ist so, ja. Das ist heftig. Also, dass du den Berg, dass das derselbe Berg ist, und das hat mich wirklich rausgehauen, weil das ist ja heftig, dass es der eins zu eins selbe Berg ist, ne? Da gibt es natürlich auch die Theorie, dass dieser Berg, wo Isaak geopfert werden sollte, eben auch der Tempelberg ist, wo eben der Tempel mit den Blutsopferungen und so weiter stattfindet. Das gibt es auch. Jedenfalls gibt es, also ich weiß es nicht, man muss mal schauen, ob das der Berg ist, ne? Oder ob das der Berg ist, wo der Herr Jesus eben, also Golgatha, Hügel. Ne? Beides trifft zu. Egal, was du nimmst, archäologisch gesehen, beides trifft zu. Weil auch der Tempel, wie gesagt, ne, wurde ja als Opferungsstätte benutzt, um die Sühnung zu erwirken für das Volk Israel. Und da wurden eben Lämmer sozusagen geopfert. Und das ist immer wieder auch ein Bild auf den Herrn Jesus Christus. Also auch der Tempelberg könnte in Frage kommen. Das könnte auch der Berg Moria sein. Mir ist noch eine Frage eingefallen. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage. Aber eigentlich, also es geht halt, bei mir zum Beispiel, ich lese manchmal gerne oft die Kirchenväter-Aussagen, weil ich mir natürlich Gedanken mache, wenn man jetzt beispielsweise das Argument bringt, die Bibel sei verfälscht oder die ersten Christen haben nie daran geglaubt, dass Jesus Gott ist. Und wenn ich dann die apostolischen Kirchenväter lese, zum Beispiel Ignatius von Antiochien und so weiter oder Polycarp, die haben dieselben Lehren, die sagen auch beispielsweise, dass wir durch Jesus Christus, der wahrhaftig Mensch und wahrhaftig Gott war, dass wir durch sein Blut gerettet worden sind und so weiter und so fort. Aber du hast ja mal letztens gesagt, dass, ich weiß nicht, ob die Ausrede richtig war, dass die Ignatius oder so falsche 50er wären. Nein, ich meine damit, wir können nicht Achso. außerhalb der Bibel absolut vertrauen. Das können wir Ja, das nicht, verstehe ich. weil wir das auch nicht prüfen können. Weil wir wissen, dass der Feind eben hier auf der Erde das Sagen hat und viel, viel Macht, also Macht hat, Dinge hinzuzufügen der Bibel. Und deswegen sagt die Schrift jetzt, die Schrift ist abgeschlossen. Wer noch hinzufügt, da werden die Plagen dem hinzugefügt. Ja, und da haben wir gesehen, in Mekka und Medina, die ganzen Kakerlaken und so, haben die schön abbekommen vom Herrn. Das war nur ein Gericht für die. Und da wird noch Heftigeres auf die zukommen. Warte mal ab. Ja, das habe ich gesehen, Darüber wird auch gar nicht berichtet. Merkt ihr in den Medien diese ganze Kakerlaken und Klage über Mekka? Das ist ja voll. Die ganze Mekka ist voll von Insekten, Kakerlaken und ganz, ganz üble ja. Insektenplage und hier Heuschrecken und so weiter. Und wir wissen ja, Heuschreckenklage ist immer ein Ein Gericht. Gericht Ja, Gottes, genau. ja, wie über Ägypten auch, ne, gebracht hat Ja, der ja. Gott der Bibel. Ja, und der Herr gibt den Muslimen schon einen Hinweis. Ja, Und sie also sind der trotzdem Allah würde ja hochmütig. nicht Plage schicken auf sein eigenes heiliges Haus. Aber echt. Also Ja, schon mal steht, ja, wieder. es ist immer ein anderer Gott, der die Macht hat, um den Leuten zu zeigen, ich bin hier auf dem Plan. Ja, stimmt schon, ja. Aber die machen Das sich auch mal darüber keine überschwemmt. Gedanken. Die machen sich darüber keine Gedanken, leider. Ja, sie möchten nicht weiter darüber nachdenken, weil es könnte ja sein, dass man den Islam auf einmal verlassen würde, ne? Ja. Aber Gott sei Dank geben das ja auch die ganzen Gelehrten zu, ne? Ich habe das ja auch gepostet als letztes Video auf meinem Account hier, wo Mufti Menk selber sagt, wir haben die größte Anzahl an Abgefallenen von allen Glaubensgemeinschaften, ne? Von allen Religionsgemeinschaften hat der Islam die größte Apostasie, was es überhaupt gibt. Das wusste ich gar nicht. Ja. Krass. Ja. Da hat er gesehen, Al Jazeera hat ja einen Bericht rausgehauen, wo die gesagt haben, ja, so
Jährlich verlassen so circa 16 Millionen Muslime den Islam, jährlich. Und fast ja, aber mehr als eine Million Menschen jeden Monat. Ja, aber durch die hohe Geburtenrate können die das wieder ausgleichen, diesen hohen Verlust. Ne? Ja. Ja, das schon auch. Machen viele Kinder, ne? Und deswegen. Ja, guck mal, das ist auch ein Problem. Ich habe hier gerade einen Kommentar gelesen. Da es läuft zurzeit halt ein Video rum, das habe ich auch oft gesehen. Und ich habe es auch mal klargestellt. Da ist halt ein Video von dir, wo du beispielsweise gesagt hast, dass, dass ein Wiedergeborener sündigen kann, wie er möchte. Er ist trotzdem errettet. Und ich kenne diese Aussage von dir und ich weiß auch, wie du es meinst. Du meinst es ja so, dass ein Wiedergeborener sündigen kann. Er fällt vom Heil nicht ab, aber. Ja. Das ist keine Erlaubnis. Man soll trotzdem ins Gebiet abschließen. Das habe ich ja gerade Römer 6, Vers 14, 15 ja. vorgelesen. Ja, das Problem ist, das Video. Ja. Erzähl. Ja, bitte. Also, ich wollte sagen, und dieses Video, was immer rumgeschickt wird, da wird halt nur gezeigt, dass du behauptet hättest, dass wir so gesehen jetzt rumgehen können, morden können, vergewaltigen und so weiter. Weil es gab mal auch so ein Video von so einem alten Baptisten, der hat auch so was Ähnliches gesagt. Der hat auch gesagt, ja, er kann Kriege führen, er ist trotzdem errettet und so weiter. Und da kam halt dieses Bild, wir können alles machen. Obwohl ihr immer wieder später sagst, ein Wiedergeborener, der macht sowas eigentlich nicht. Dem wird gar nicht in den Sinn kommen, zu töten. Ein Wiedergeborener lässt sich eher töten. Theoretisch ist das möglich. Klar, wie du weißt selber, also wenn man wiedergeboren ist, ist man der Sünde ja abgestorben. Ja. Und aber trotzdem ist es möglich, dass wir schwere Sünden begehen können. Trotzdem, obwohl wir wiedergeboren sind. Da sieht man ja immer wieder, dass auch ein Wiedergeborener in Unzucht fällt. Eine schwere Sünde, eine sehr, sehr schwere Sünde. Zum Beispiel in Israel wäre die Unzucht mit dem Tode bestraft worden. Das ist nicht eine kleine Sünde. Unzucht ist eine der schlimmsten Sünden, die du tun kannst. Ist egal. Auf jeden Fall, wir wissen ja, dass auch ein Wiedergeborener trotz seiner Errettung und trotz seines Heils immer wieder in Sünde fällt. Aber das bedeutet nicht, dass er, weil er trotz seiner Errettung oder beziehungsweise trotz seiner Bekehrung immer noch sündigt, dass diese Sünden ihn sein Heil kosten werden. Nein. Ja, der Wiedergeborene ist ein Kind Gottes und wenn das Kind Gottes sich nicht benimmt, daneben benimmt, dann kommt der Vater und züchtigt dieses Kind. Er zieht dieses Kind, aber er schmeißt dieses Kind nicht mehr raus oder er verbannt das Kind nicht mehr. Es ist ja ein Kind Gottes. Es ist angenommen als Kind vom Vater. Also wird der Vater nur dieses Kind nur noch hart erziehen. Bis so weit, dass es sogar zur Todesstrafe kommen kann. Darf ich einmal was dazu sagen? Ich kenne noch diese zwei Verse, 1. Korinther 5 eben, mit demjenigen, der Todesstrafe bekommen hat, aber trotzdem errettet ist. Mhm. Und in 1. Korinther Kapitel 11, wo die Menschen unwürdig das Abendmahl genommen haben und sich da satt gegessen haben an dem Brot. Und darf ich noch mal ganz kurz einen Vers aus 1. Johannes 2 mal kurz vorlesen? Ja. Christus der Fürsprecher. Ja. 1. Johannes 2 ab Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, genau. Weil Gott ja weiß, dass wir auch nach unserer Bekehrung nicht perfekt sind und auch fallen werden. Ich wollte so müssen einmal wir trotzdem Ruhe bekommen in unserem Herzen und sagen, ja, Gott ist wie ein liebender Vater, der uns vergibt. Ja. Das muss doch jedem klar sein. Ja. Findest du es nicht hinterhältig, dass sie das so schneiden und die Worte verdrehen sind? Findest du das nicht dreckig? Stell dir mal vor, ich nehme was auf und ich erzähle so was, was gar nicht stimmt, was du gar nicht so wirklich gesagt hast. Ist das ein dreckiges Verhalten? Ja oder nein? Ja doch, natürlich. Ich habe es auch immer wieder gesehen und ich bin auch hochgegangen und habe das halt klargestellt, weil ich kenne zum Beispiel das eine Video von Reza, das war ein Facebook-Livestream, das hat Amir gefilmt. Da hast du ja Reza mit einer Frau gesprochen, ich glaube die Steffi oder sowas, und da hast du das Gleiche erwähnt, aber du hast dann im nächsten Satz gesagt, aber du wirst das eben nicht machen, ein Wiedergeborener macht sowas nicht. Und daher kenne ich diese Aussage von dir. Ich habe auch gesagt, Reza redet halt in Hyperbeln, aber er meint nicht, dass es jetzt erlaubt ist, hier rumzugehen und jeden wegzuballern. Richtig.
Ja, das ist das, wenn die meinen Bruder hassen. Ne? Das ist das, wenn die meinen Bruder hassen und ihn nicht verstehen und die nicht ausreden lassen und die Tiefgründigkeit dahinter nicht begreifen wollen, ja, dann kommt sowas halt zustande. Ne? Weißt du, was das Kranke ist, Amir? Weißt du, was das Kranke ist? Du musst dir mal vorstellen, die gehen bei dir in den Stream rein, die nennen dich Bruder Amir, eine Stunde später sind die live und nennen dich du dreckiger Punkt, 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 ne? Das ist so krank. Das ist pur, das kann ich mir, das ist so, ich komme bei dir rein, Bruder, wie geht es dir? Lange nicht. Das ist derselbe weltliche Geist. Das ist derselbe weltliche Geist. Das ist so dreckig. Du musst für diese Menschen beten, es geht nicht anders. Wir können ja nicht das Gleiche machen, jetzt hier in dem Livestream einfach drauf los, ja, der hat mich beleidigt, dann beleidige ich ihn zurück. Nein, das sei ferne. Aber weißt du, was ich damit meine? Du gibst dich als Christ aus, du verkündigst. Du musst dir mal vorstellen, nur wenn man jetzt nicht seiner Meinung ist oder was, dass sie anfangen, hardcore zu beleidigen. Ne? Wenn man hier und da die Bibel halt lehrt, ne, und die Verse halt bringt, das ist ein Anstoß für die Menschen geworden, verstehst du? Und die Bibel sagt das ja auch, dass die sich, dass die das Wort Gottes nicht mehr ertragen können und sich nach ihren Gelüsten eigene Lehrer so bereitstellen und holen. Ne? Erschaffen. Ja, wenn mein Bruder dann die nüchterne Lehre dann bringt und dann tut das denen in den Ohren weh. Das ist immer schon so gewesen, jedes Mal. Der Mensch möchte sich berieseln lassen. Ja? Der Mensch möchte irgendwas hören, was ihm angenehm ist, was ihn in seinen Ohren kitzelt. Und das Unangenehme, was auch wahr ist, was auch wahr sein kann, will er nicht hören. Das ist nun mal so. Der Mensch ist so. Aber die Wahrheit ist nun mal unangenehm. Na. Ja, guck mal, hier ist noch einer. Da muss ich halt auch leider den Leuten recht geben. Es ist halt so, dass das ist jetzt deine Sache so, aber ich meine, das Problem ist halt, was viele halt negativ finden an dir, ist, dass du halt jedem das Heil absprichst. Weißt du, ich meine? Wenn ich anhand der Schrift und den Heiligen Geist, was ich ja habe, prüfe, dass derjenige ein falsches Evangelium, nämlich Werksgerechtigkeit, sozusagen gehört, dann muss ich ihm das Heil absprechen und ihm sagen, dass er sich wirklich bekehren soll, sonst mache ich mich nach Hesekiel 33, Vers 8 schuldig, dass der Herr sagt, warum hast du den Gottlosen nicht gewarnt? Das ist natürlich richtig. Ich würde auch, sag ich mal, auch zu Zeugen Jehovas muss man natürlich auch sagen, ey, was ihr macht, das führt euch in die Irre. Das Problem ist halt, aufgrund dieses Videos, was eben von dir rumgeht, was halt aus dem Kontext ist, denken alle, du wärst so ein Sektierer und Leute, zum Beispiel, ich kenne ja Jerry, der ist eigentlich auch keiner, der Werksgerechtigkeit predigt. Der sagt das eigentlich nicht, weil ich kenne auch seine Livestreams. Das Problem ist, ich habe ihn geprüft, der lernt, also der glaubt an Werksgerechtigkeit, der glaubt nicht an die Gnade und an die Glaubensgerechtigkeit. Achso, ja, ich muss ihn mal fragen. Wenn man eine bewusste Sünde tut, geht man in die Hölle. Das hat er gesagt? Ja, stimmt, das hat er gesagt, ja, das habe ich auch gehört, ja. Ja, ja bewusst, dass du das, ja, dass das ein Werksgerechtigkeitstyp ist und der hat noch nicht die Wiedergeburt. Der hat ein falsches Evangelium. Boah, also wer das gesagt hat, dann... Jack Schweinfurt, ich habe mal eine Frage an dich, ja? Ja. Guck mal, wie kann das bitte sein, dass Gottesleugner, Christen, die nicht an die Trinität glauben, Charismatiker, Pfingstler, Tora-Christen, hier Orthodoxen, Katholiken, die sind alle in einen Raum und nennen sich alle Brüder. Wie kann das sein? Wie kann das bitte sein? Ich frage dich ehrlich, wie kann das sein, dass die Christen alle untereinander sich Brüder nennen? Aber wir müssen doch die Geister prüfen. Wir sind doch alle eines Sinnes, oder? Ja. Ja, und deswegen frage ich mich, wieso nennen die sich alle so untereinander Brüder? Prüfen die überhaupt die Lehre? Ich kann nicht einen Bruder nennen, der eine Ehrlehre vertritt. Damit verführt er die Menschen. Ich kann mich nicht mit ihnen einzeln machen. So ist das. So ist das. Und das Schlimme und das Traurige ist, man hat gleich immer dieses, die zeigen gleich mit dem Finger auf dich, ah, der richtet, ah, guck mal hier, der hat dir das Heil abgesprochen, niemand kann mich richten. 1. Korinther 5, Vers 12, haben wir nicht die zu richten, die drin sind, die außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Diese ganzen Ehrlehrer, wir müssen auf die frisch bekehrten, wiedergeborenen Christen, die frisch zum Glauben, wir müssen auf die aufpassen, dass die nicht Ehrlehren stecken, dass die da nicht in so, gefischt werden sie so oder so nicht, aber die können stark verführt werden.
sehr stark verflüchtet. Ja, stimmt. Ich denke halt nur, ich denke halt und nur dein wegen Blut klebt an ihren Händen, weil du sie nicht gewarnt hast. Weil du, ja, du, das stimmt. Na, guck mal, wenn ein Wiedergeborener an Erlehren steckt, weißt du, wie gefährlich das ist? Weil, guck mal, wir alle, also das heißt wir alle, es hat alles seine Zeit, aber es ist gefährlich, wenn du in Erlehren steckst und das dann weiter verkündigst. Und der verkündigt das dann auch den. Muss schon die gesunde Lehre sein, gefestigt sein, ja, was du da auch predigst. Ja, ich meine halt nur wegen diesem Video da aus dem Kontext, das ist das Problem ist halt dann, dadurch hat man ein falsches Bild und danach die Diskussionen untereinander sind halt auch immer verzerrt, weil beispielsweise Jerry denkt dann, Reza ist ein Sektierer und deswegen sagt dann eben Jerry was anderes, was man eigentlich nicht gemeint hat, aber ich mit dem, der, ob er das jetzt mit dem Deck, der Nathan hat ja gestern über den Reza geredet, ne? Weiß ich gar nicht. Gestern? Ja, nee. Der Elian Nathan hat ja gestern da über den Reza geredet und der Ali Yalcin, ne? Die haben ja da über ihn geredet und er hat ja schon mal gesagt, der macht sich da irgendwie zu Martin Luther. Weißt du, ich finde das einfach nur noch dreist, unverschämt, hinterm Rücken zu reden und zu lästern. Das ist einfach nicht mehr normal. Nur noch lästern und reden, das ist schlimm geworden. Leben am Ende der Zeit. Ich habe auch mal gesagt, ob man vielleicht mal, also dass man sich vielleicht mal alle zusammen irgendwo trifft, jetzt online meine ich mal, und dass man aufklärt, weil ich weiß zum Beispiel, dass Elia Nathan und also Ali, die haben das Video auch gesehen und die denken halt auch, dass Reza gesagt hat, dass alles in Ordnung ist, obwohl Reza das nicht so meint. Ja, nein, mit Elia Nathan habe ich nichts mehr zu schaffen, weil er abgefallen ist. Der ist abgefallen. Kannst du aber auch sagen, warum er abgefallen ist? Ja, weil wahrscheinlich war der enttäuscht vom Herrn, dass er ihn nicht bewahrte, seine Frau, ne, dass seine Frau auf einmal zum Islam konvertiert ist. Und das, denke ich, hat er so erzählt. Habe ich mal gehört. Ich weiß es nicht, aber so habe ich das gehört. Ist ja egal, was er für Gründe hatte, warum er den Herrn verlassen hat und zum Islam konvertiert ist. Ist egal, das Wort Gottes sagt in Hebräer Kapitel 6, Vers 4, wer jemand erleuchtet wurde, teilhaftig wurde des Heiligen Geistes, geschmeckt hat, und dann abgefallen ist, so einen ist es unmöglich, zur Buße zu erneuern. Und wenn das Wort Gottes sagt, so einen ist es unmöglich, zur Buße zu erneuern, so muss man dem Wort Gottes glauben und vertrauen. Auch wenn der Tausendmann danach sagt, jetzt bin ich wieder zurück, Jesus, 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 nein. Das Wort Gottes heißt, hat recht und du bist ein Abgefallener. Und deswegen rede ich dann nicht mehr mit Elia Nathan oder was weiß ich, irgendwelche Leuten, wo ich das Gefühl habe, das ist was das Gefühl, wo das Wort Gottes sagt, dass sie abgefallen sind und für das Gericht aufbewahrt werden. Genau. Mit denen rede ich nicht mehr. Ist vorbei. Also bei diesen Angelegenheiten, da muss ich mich gar nicht ein, weil ich weiß jetzt nicht genau, was da im Hintergrund passiert ist und alles, keine Ahnung. Also, ja gut, aber trotzdem hat der Heilige Geist ja dir gezeigt, dass diese Leute einfach hingehen und falsche Aussagen über mich verbreiten, richtig? Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Wir haben ja gestern wirklich absolute Lügen über mich erzählt, dass ich gesagt habe, dass Buße und Beten dämonisch sei. Sowas hätte ich mal gesagt, haben die gesagt. Ja, habe ich gesehen. Und das ist ja an Verleumdung ja nicht mehr zu überbieten. Das ist ja unglaublich. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, Würdest du sowas machen? Würdest du hingehen und sagen, der Reza hat gesagt, Buße und Beten ist dämonisch? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja eben gesagt, dass das eigentlich, also was mit dem Morden erlaubt ist, ich habe da das klargestellt. Also, ja, das lasse ich mal beiseite. Nein, nein, nur, dass ich gesagt hätte, Buße tun und beten sei dämonisch. Nein, nein. Das hast du nicht gesagt, das weiß ich auch. Ich kenne auch diese. Ja, das. Also. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit passiert ist. Also passiert, da ist irgendwie jeder macht gefühlt Takfir aufeinander. Ich weiß nicht, seit einer Woche, seit zwei Wochen auf TikTok, jeder ist auf einmal gespalten, jeder ist gegen sich. Ich weiß nicht. Irgendwas. Ja, aber ich gehe nicht hin, ohne dass du sowas gesagt hättest, Lügen über dich verbreiten. Zum Beispiel würde ich jetzt über dich erzählen, ja, der Sheikh Ibrahim hat gestern gesagt, der Herr Jesus ist nicht Gott. Ja. Würdest du nicht lachen und denken, was ist denn jetzt los? Ja, doch, natürlich. Ja. Wer macht so etwas? Wer möchte schädigen, denjenigen? Der Teufel. El Diablo. Ja. Da weißt du, welcher Geist diese Leute reitet. Ja, ich weiß nicht. Also,
muss man einfach Sachen klarstellen und aufpassen, irgendwelche falschen Sachen und alles im Kontext betrachten und nicht nur einzelne Videostipse betrachten und so weiter. Und vor allem das mit diesem, ja, man Morden ist erlaubt, weil das ist ja schon eine heftige Aussage, dass man es einfach lehrt, ja, man kann jetzt machen, was man möchte und morden und so. Aber dem Jerry, weil er ja nicht versteht, egal, weil er ja nicht wiedergeboren, der hat ja nicht den Heiligen Geist, deswegen versteht er nicht, dass ein Wiedergeborener versetzt ist in den himmlischen Regionen, schon längst errettet ist in der Stellung vor Gott. In der Stellung sind wir Kinder Gottes, heilig gesprochen durch das Blut seines Sohnes, der für uns eben geopfert wurde. Gott sieht uns immer als heilig und rein. Aber im Wandeln sündigen wir. Ja. Das heißt, die Stellung und Wandel muss man auseinanderhalten. In der Stellung sind wir errettet. Im Wandel sündigen wir aber noch. Und da werden wir gezüchtigt. Und diese Unterscheidung konnte er tausendmal nicht verstehen, der Jerry. Deswegen habe ich ihm gesagt, wenn du wiedergeboren bist, kann dich keine Sünde, egal welcher Art, dein Heil kosten. Und deswegen habe ich extreme Beispiele für Sünde genannt. Genau. Und das nicht verstehen. Dann hat er gesagt, nein, also übertriebene Sünden, nein, 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 nein. Also wenn du jetzt, was weiß ich, mordest, dann gehst du verloren danach. Aber ja, genau, Beispiel, so habe ich auch verstanden. Also wenn du jetzt Kaugummi klaust, dann nicht. Ja. Aber bei Mord ja. Gehst du verloren. Und dann habe ich ihn gefragt, hat der Herr Jesus für alle Sünden bezahlt oder für 98%? Ja, für alle natürlich. Deswegen kann ein Wiedergeborener theoretisch sogar einen Mord begehen. Weil was wäre denn, wenn ein Wiedergeborener schwach wird und plötzlich etwas Schlimmes tut? Da wäre er ja verloren, da wäre ja das Heil am Kreuz ja nicht, sozusagen das Werk des Herrn Jesus am Kreuz, nicht vollkommen. Ja. Verstehst du, das ist immer ein Angriff auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz, wenn du sowas lehrst. Ja, dass das Werk nicht vollkommen ist, alle Sünden zu bezahlen, damit du errettet bist. Weil wenn du errettet bist als Wiedergeborener, heißt, dass der Herr Jesus für alle Arten von Sünden bezahlt hat, sodass du unter keinen Umständen verloren gehen kannst. Ist das nicht logisch? Ja, doch, doch, natürlich. Er hat für alles bezahlt und das heißt eben, theoretisch könnten wir alles machen, aber eben durch den Heiligen Geist machen wir es nicht. Wir verabscheuen diesen. Genau, genau. Und das kann er nicht verstehen, weil er nicht den Geist hat. Elianathan hat gesagt, dass du eine billige Gnade predigen sollst. Ja, und das ist eben das, was er nicht versteht, weil er ein Abgefallener ist. Und deswegen rede ich auch nie wieder mit ihm. Ne? Das Wort Gottes sagt, dass ein Abgefallener den Herrn Jesus für sich selber kreuzigt, ständig und zur Schau stellt. Und so einer ist unmöglich, zu Buße zu erneuern. Und deswegen vertraue ich auf das Wort Gottes. Ja? Auch wenn diese Leute den ganzen Tag Jesus, Jesus sagen. Ja. Sehr gut. Also dann hätte ich keine Fragen mehr. Ja, ach, sag mal was. Gottes Segen euch, ja? Danke, Gottes Segen. Ciao. Sag doch jetzt. Ciao. Ja, das ist das Problem, das ist die Gefahr. Deswegen sage ich immer zu Menschen, wenn du dich mal entscheiden solltest, zum Herrn Jesus zu kommen, dann komm mit ganzem Herzen, ganzer Verstand, mit beiden Beinen rüber zum Herrn. Lass nicht ein Standbein in der Welt und mit einem Standbein zum Herrn Jesus. Sonst ist das eine gefährliche Haltung, Situation, Position. Und du, wenn du dann abfällst, weil du nicht wiedergeboren warst, dann ist es vorbei mit dir. Sehr gefährlich. Ja, also Larifari gibt es nicht. Entweder du bist ganz überzeugt, und dann kommst du wirklich zur Wiedergeburt oder du lässt es sein, bis du so weit bist und bleibst erstmal draußen. Aber so ein bisschen reinschnuppern, Schnupperkurs mit dem Allmächtigen, das geht nicht gut. Hm. Das geht nicht gut, das geht nicht. Ja. Ich bin nicht eingeschlafen, keine Sorge. Wer ist das? Dieser das ist doch hier 187 der Straßenbande, ne, der Typ. Dieser Weiße, der erzählt auch immer was von Kannibalismus. Echt? Ja. Der erzählt von Kannibalismus. Genau wie alle anderen auch. Bei Farid letztens im Livestream, da war ja Alias drin. Kennst du ja, ne? Alias. Ja.
Und dann hat, glaube ich, der Farid mit so einem kleinen Kind gesprochen. Und dann hat Ali As geschrieben im Chat, leider ist er schon zu alt für Adrenochrom. Wer noch mal? Das will ich noch mal hören. Sag mal noch mal. Ja. Ali As, dieser Rapper, dieser Star-Rapper, hat bei Farid, ich habe den Screenshot, hat einer mir geschickt, in Live-Chat von Farid Bang, der hat mit so einem Kleinkind kurz gesprochen. Ja. Und dann hat der Ali As geschrieben, er ist aber das Kind, ja, das Kind ist aber leider schon zu alt für Adrenochrom. Muss Heftig. jünger sein, das Baby, es muss ein ganz, ganz kleines Baby sein oder Kleinkind, damit es für Blutzapfen in Frage kommt. Heftig. Kannst du das mir ergeben? Ja, das ist, das werde ich dann veröffentlichen auf Facebook jetzt demnächst. Heftig. Ja. Der eine, das war auch so ein Deutsch-Rapper. Der war dann live. Ich weiß jetzt Ja. den Namen nicht, auch richtig bekannt. Und dann hat er einfach so aus dem Nix gesagt: Ja, Illuminati, Opferung, Blut trinken, Herz essen und so, bester Verein, Illuminati und so. Heute Abend geht's wieder los. Da werden wir wieder heute Rituale durchführen. Und dann, die haben alle Haare geschrieben, die haben alle so Smileys gemacht, aber die meinen das ja ernst. Ja, das Schlimme ist ja bei diesen Satanisten, dass sie auch, wenn zum Beispiel, wenn die ein Kind opfern und das Kind extrem schreit und ne, bei dieser Tötungssituation, dass sie alle anfangen zu lachen, dass sie das Kind auslachen, während es leidet und stirbt. Und dann haben die miteinander SEX, also SEX in dem Blut des Kindes. Heftig. Heftig. Das sind die Viecher, die eben da oben sind und unsere Welt leiten. Heftig. Die werden dadurch erst sexuell erregt bei solchen Sachen. Heftig. Das ist so krank, Es gibt ne? einen guten Film, also wenn jemand also starke Nerven hat, wenn der wirklich wissen will, wie diese Leute ticken, ich gebe dir mal den Titel und dann tust du mal bitte das Cover von dem Film mal kurz hier hoch holen, Bruder Dennis. Ja, wie denn? Ja, warte mal. Schick mir einfach einen Screenshot, ich lach das denn. Ja, Nee. ist das ein älterer Film? Hallo? Hi. Hallo, grüß dich. Hi. Das war gut, Resa, mit der Stellung und Wandel, was wir heute gesprochen haben. Ja. Ja, genau. Ja, und das, ich wollte, was, ich habe halt was gehört wegen dieser Kinder, weil er gerade da über die Kinder redet. Ich habe so eine Theorie gehört, die machen das mit den Kindern, weil sie so Gott am meisten verletzen können. Ja, genau. Weil die Kinder halt das Näherste ist, was uns mit Gott verbindet, die Kinder. Und sie so Gott am meisten verletzen können. Ja. Ja, Deshalb machen sie weil die das auch mit den dieses Kindern. Unschuldige hassen. Der Satan, die Satanisten hassen ja die Unschuld und deswegen möchten sie es zerstören. Wie krank alles ist. Wie krank alles ist. Ja, so ticken die. Das ist ihre Religion, ne? Und ich hat das vielleicht auch was zu tun, Amir, Kinder, Hollywood, dann gibt es noch eine Religion, wir wissen auch genau, was auch irgendwie auf Kinder stehen. Ja, natürlich, klar. Diese weltberühmte Religion, wo man Kamelurin saufen darf. Wie wir gelacht haben heute um 4 Uhr in der Früh. Ja, das ist so krank. Ja, konnte ich Leute. nicht mehr schlafen, ne? Habe ich da geguckt, dass ihr da live wart. Ne? Und dann... Das war krank, wir haben schon gelacht. Was die Leute da um. Oh, das ist doch nicht mehr normal, ehrlich. Ich dachte, ich höre nicht mehr richtig. Um 4:30, Risa, du hast den Stream verpasst, um 4:30, da haben wir einen hintereinander mit Kamel auseinandergenommen. Einen hintereinander. Ja. Ja. Ich suche nochmal den Film. Der ist ein bisschen. Wie hieß Keine der noch? Ahnung, vielleicht kann man das noch wieder Eyes hin. Wide Shut, ist er? Eyes Wide Shut? Nee, 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 nee. Ach, hier habe ich den. Jetzt habe ich den. Bitte. The Devil Rides Out. Aber auf Deutsch heißt der Film Die Braut des Teufels aus.
Devil Rides Out. Gib mal einen, Bruder Dennis. Also Devil Rides Out, Film. Ja. Und dann projizier das mal auf die Hintergrund, damit die Leute sehen, wer hinter dem Auge steckt. Wie heißt der Film? Ich hab's nicht verstanden. The Devil Rides Out. Warte. Devil Rides Out. Rides, also R-I-D-E-S. Rides Out. Dennis, bist du wieder am Essen? Bruder Danny, wirklich? Der Danny ist den ganzen Tag nur am Essen. Den geht so gut, ey, das ist unglaublich. Geht das nicht? Wie geht das? Bruder, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, ob ich da gesperrt, nicht gesperrt werde. Ach so, da ist ja. Ja, ist... ja, nicht, dass sie das als Gewalt sehen und dann, dass sie dann Gewalt verbreiten. Ne? Du weißt ja, die haben ja richtig so auf den Kicker, aber ja. Ich hätte es jetzt gerne gezeigt, aber dann, die sperren das, weil da ist ein spitzer Gegenstand. Okay. Ja. Das ist also den Film, empfehle ich euch, wenn ihr wissen wollt, wie diese Leute ticken, wenn die dann Blut sehen und diese Rituale losgehen, dass sie auf einmal sexuell so aroused werden, dass sie dann halt, ja, das wird da drin gut beschrieben in dem Film. Reza, was ich noch fragen wollte, kennst du das Interview mit den zwei Kindern? Vor Jahren war das mal. Ja, ja, London Hampstead Kinder. Bravo. Ja, genau, die haben ja ausgepackt, ne, über die... Ja, Bruder, kannst du noch mal den Film sagen? Die wollen das noch mal wissen. Die haben das, Devil Rides Out. Genau, Devil Rides Out. Auf Deutsch heißt das Die Braut des Teufels. Und wie konnten die dieses Interview vertuschen, Reza? Das ist ja, das war ja schon an der Öffentlichkeit. Die zwei Kinder haben mir schon alles erzählt. Ja, die haben halt allen gedroht, den ganzen Leuten, die da eben recherchiert haben. Und die Hauptermittlerin wurde ja zu 9 Jahren verhaftet. Und da haben die alle Angst bekommen. Diese Kinder und haben den Fall also nicht mehr weiter verfolgt. Kennst du denn nicht dieses Interview? Doch, der kennt das, ja. Dieses Mädchen erzählt alle Details, wo sie was versteckt haben und wie. Und nach diesem Interview, ich war psychisch ein anderer Mensch. Bin ich trotzdem gerettet? Nach diesem Interview ist für mich die Welt irgendwie, habe ich die Welt ganz anders gesehen. Nach diesem Interview, ja genau, das war ein Riesenskandal, dass sowas an die Öffentlichkeit kam überhaupt. Ne? Diese Kinder kannten sich ja detailliert über Menschenopferung und Kult aus. Also wer die haben zum Beispiel bei der Polizei, ja genau, bei der Polizei haben die ausgesagt, in welcher Geschwindigkeit man diesen Dolch führen sollte, damit das Blut des Babys nicht überall hinspritzt, sondern wirklich schön runterläuft in diesem Kelch. Also man muss wirklich starke Nerven haben, Leute im Chat. Aber ja. wenn ihr wirklich starke Nerven habt, ich bin mir sicher, nach 10 Minuten werdet ihr abbrechen. Wie hieß das, Herr Reza? Ich weiß, das war nur in England irgendwo. Ja, das sind die Hampstead, London Hampstead Kids. London Hampstead ist ein Bezirk, Stadtteil von London, wo die ganzen Promis wohnen, also die oberen Stars. Zum Beispiel Herbert Grönemeyer wohnt in London Hampstead. Und die Kinder sagten ja, dass die gesamte Hampstead-Leute da drin stecken. Die haben erzählt, wo sind diese geheime Plätze in Kirchen, dass ihre Lehrer dabei sind und wie ihr Vater das Messer gehalten hat. Und das Mädchen zeigt das im Interview, wie sie den Babys quasi den... Ja. Also nicht explizit werden kann, dann kann auf einmal hier der Livestream. Wer Nerven hat, kann sich das anschauen, aber nachdem ist euer Leben anders. Nach diesem Interview ist euer Leben anders. Ja. Und das ist nur ein Fall von vielen Leuten, die eben das rausgekommen sind, kurzzeitig, und berichtet haben über den inneren Kult. Ne? Und später, als die Polizei eben den Kindern sozusagen nicht Glauben geschenkt hat und ihren Aussagen nicht nachgegangen ist,
sieht man, dass diese Kinder später, ein paar Jahre später, mit ihrem Vater bei einem Interview wieder zu sehen sind. Und zwar haben die Kinder auch bei einem Audi-Werbespot mitgemacht. Das heißt also, man hat den Kindern erzählt, wenn ihr jetzt bei der Polizei eure Aussagen zurückzieht, dann versprechen wir euch dann Großes, also dass ihr dann groß rauskommt. Ja. Ja, die haben ja dann, die haben ja so getan, als hätten sie das nur gemacht, damit ihre Mutter wieder mit diesem Stiefvater, glaube ich, war das, ja? Ja, genau. Damit ihre Mutter halt wieder auseinanderkommt mit dem Stiefvater. Die haben dann gesagt, dass sie nur gelogen haben. Aber das kann nicht gelogen sein. Die Kinder haben jedes Detail gewusst. Ja, die haben gewusst, diese verschiedene Größe und Farben von den einzelnen DILDOs, wo die aufbewahrt werden, aus welchem Material das hergestellt wird. Und. Also Details, und die sind dem nicht nachgegangen. Zum Beispiel haben die Auch Kinder ausgesagt, dass die ganzen Lehrerschaft und der Pfarrer der Kirche bestimmte dämonische, satanische Tattoos haben in ihrem Privatbereich da unten, also in ihrem Schambereich. Detaillierte Zeichnungen haben Ja, die das war gemacht und die katastrophal. Polizei hat das überhaupt nicht geprüft. Und die Die haben auch Richterin ausgesagt. hat alles, was die Kinder gesagt haben, nicht eine einzige Sache davon geprüft, sondern direkt hat sie die Anklage fallen lassen. Die haben auch ausgesagt, in was für Behälter sie Blut aufsammeln, wie die Behälter ausschauen und Ja, so. ja, 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 ja. Also, du Ja. Mann, brauchst Bruder Reza, ganz, ganz starke grausam. Hilfe. Ganz, ganz Bruder grausam. Reza, Okay. Ja. kennst du das mit England? Das ist leider, das wurde gelöscht. Die haben dann so geforscht, dass so in den, ja, ich glaube Mitte der 90er Jahren im englischen Königshaus, dass da sehr, sehr satanische Sachen am Spiel und am Laufen waren, dass die Kinder berichtet haben, dass da in den Schlössern ja, so Kinder aufbewahrt werden und zum Beispiel auch so Körperteile, bestimmt ganz bestimmte Körperteile an den Wänden hängen. Ich kann das nicht sagen. Ja, klar, natürlich. Das Und wird das. dann halt bei diesen ganzen Jagden auf den Kindern in den Wäldern, ne? Die Ja, und lassen das die hängt dann, Kinder das hängt im laufen. Keller, das hängt so als Trophäe an den Wänden. Ja, In den genau, Wänden. Letzte Frage, dann bin ich raus. Reza, glaubst du, Michael Jackson war auch. Natürlich, na klar war der eingeweiht. Michael Und er Jackson hat. ist einer der größten Satanisten unserer Zeit. Der hat Er hat. viele, viele Milliarden von Menschen verführt und jetzt setzt sich ja immer wieder anstelle des Herrn Jesus Christus. Kennst du meinen Vortrag, Illuminati entschlüsselt? Ich habe mir ein bisschen angeschaut, Reza. Ich sage es dir ehrlich, du hast so viele Videos drin. Ich bin in deiner Gruppe, aber du hast so viele Videos drin. Ach so, dann geh auf Ex-Muslime klären auf TV, Ja. auf unser Kanal auf YouTube. Scroll dann ganz runter die Videos. Das einer der ältesten Videos sind meine Vorträge Illuminati, das größte Geheimnis entschlüsselt. Teil 1 und Teil 2. Und dann erkläre ich dort auch, was mit Michael Jackson ist. Also er hat sich auch an die Kinder rangemacht, Ja, dann. natürlich, deswegen wurde er auch so oft immer wieder angeklagt wegen Kindesmissbrauch. Aber weil er super Anwälte hatte, ist er immer wieder rausgekommen. Okay, ich bin raus. Deni, Amir, Reza, danke für eure Zeit. Danke, dass du mich abgeholt hast, Deni. Ja, Ich alles klar, wollte Gottes fliegen. Segen. Gut, Gottes Segen. Bleib noch eine halbe Stunde. Und dann wieder mit Moja zurück, ja. Der Earth Song von Michael Jackson, und wenn man das auf Deutsch übersetzt, dann geht euch das Licht auf. Der Earth Song. Da sagt der Michael Jackson an einer Stelle, also der klagt ja die ganze Zeit Gott, den Vater an, für das ganze Leid hier auf der Erde. Und dann sagt er an einer Stelle, und ja, du hast doch das ganze Leid der Welt auf deinen einzigen Sohn geladen. Ja, Heftig. also das ist der Teufel, der Ankläger, versucht dann Gott anzuklagen und zu verspotten. Das Pledge ist so I'm heftig. your only son. Ja, so singt er das. Ja, ich hab den Kennst du das Songtext Lied? Der gerade Earth hier. Song. Ich habe den Songtext gerade hier, ja, stimmt. Pledge Guck mal, on your was der only hier son. gerade.